So, meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Simrace TV. Wohl eine der letzten Übertragungen, die wir über OM3D können broadcasten. OM3D ist pleite und wir müssen uns einen neuen Service Provider suchen, der uns hier die Rennen verteilt, beziehungsweise die Broadcasts verteilt. Ich versuche trotzdem guter Laune zu sein und für die gute Laune sorgen heute allerdings neben mir natürlich die beiden, ja, eigentlich viel eingespielteren Kommentatoren für diese Rennserie, nämlich Tobias Wax und unser Smoking Joe Leo Kuhn. Herzlich willkommen, ihr beiden. Guten Abend aus der Schweiz zu dem etwas wärmeren Wetter hier in Long Beach. Eine tolle Strecke. Die wird seit 1975 gefahren, mehrmals umgebaut worden, etwa 8 Mal. Und wir fahren hier, denke ich, die neueste Variante. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird sicher genügend Action geben hier zwischen den Betonmauern. Ja, definitiv. Und ich versuche gerade mal rauszukriegen, ob wir auch wirklich live sind. Also der Broadcaster sagt das, aber es funktionieren schon kaum noch OM3D-Server. Wir mussten jetzt mehrere Anläufe nehmen, um hier überhaupt was zu bekommen. Tobias, wir sind im Qualifying, wenn ich das hier richtig sehe. Hast du schon irgendeinen Überblick? Ich habe nämlich keinen gerade. Ja, ich verfolge das immer ein bisschen auf dem Zeitenmonitor nebenher. Aber ja, ist ja wie in der ganzen Zeit, weil auch jeder fährt so sein eigenes Qualifying hier eine Runde In-Lab-Outlet, zählt natürlich dazu. Moment führt in der LMP Marius Bert, genau mit einer Rundenzeit von 1:10, und in der GT-Klasse Daniel Faber. Ja, wird auch ein späterer Favorit auf den Klassensieg sein in der GT2-Klasse, also ihr gewohntes Bild. Genau. Marius Bert hat ja gestern auch das Race of Champions, das All-Star Race of Champions auf Simracing.org gewonnen. Also ein Fahrer, der sich auf so ziemlich allen, was 4 Räder hat, wohlfühlt. Und ja, mal gucken, was er hier heute reisen kann. Vielleicht noch kurz eine Info, die wir vom Rennleiter zugespielt bekommen haben, was neue Teams betrifft, respektive Änderungen in Teams. Die waren allerdings zum Teil schon im letzten Rennen aktiv, einfach für die Zuschauer, die vielleicht das letzte Rennen verpasst haben. Wir haben in der GT-Klasse fährt neu Olaf Ness für Three White Motorsports und ein komplett neues Team, No Limit Motorsport GT, mit den Rico Schaller und Markus Broich am Start. Und in der LMP haben wir 2 neue Teams, No Limit Motorsport LMP mit Steven Zecher und Jürgen Müller und Max Power Racing mit Daniel Kilian und René Schammler. Genau, und ich habe diese Information heute auch bekommen von der Rennleitung und habe das mal als Tabellenform wurde das mitgeliefert, habe das mal hier mit in den Broadcast eingebaut. Ich hoffe, es ist ein bisschen zu sehen, aber der Leo hat sie auch vorgelesen, also hat, glaube ich, jeder soweit mitbekommen. Ja, dann gab es beim letzten Rennen noch etwas Unerfreuliches, da gab es nämlich eine richtige Wertung außerhalb des Rennens, und zwar die Cut-Wertung. Die hat in der LMP-Klasse hatte die Thomas Patzke gewonnen mit 38 Cuts und in der GT2-Klasse Daniel Faber mit 37 Cuts. Das war schon bei einem Rennen über 1,5 Stunden doch ein sehr hoher Wert, aber ja, die beiden... dahinter kamen auch noch einige mit ähnlich hoher Cut-Zahl, also ja, da wurde jetzt von der Rennleitung eben im Briefing nochmal darauf hingewiesen, falls es in diesem Rennen nochmal solche Ausmaße annehmen würde, dann gibt es mehr als eine 1 Sekunden Zeitstrafe, hat nach dem Rennen dann noch zu leichten Verschiebungen im Klassement geführt, aber war auch nichts Besonderes so dabei. Ja. Jetzt ist es hier auf der Strecke nicht so ganz so einfach zu cutten, weil hier sind überall Mauern links und rechts. Schöner Straßenkurs. Ich kenne ihn noch aus dem WM IndyCar von, ich glaube, 1994 oder so. Da war der nämlich schon dabei. Und aber da war er irgendwie ein bisschen einfacher zu fahren. Das war vielleicht nicht so simulationslastig. Aber egal. Die Strecke ist hier mir schon sympathisch, weil da ganz groß immer ist TV untergebracht ist oder angebracht ist. Das ist schon mal richtig schön. Also, ja, gucken wir mal. Leo, bist du schon mal gefahren hier? Bin ich definitiv schon. Ist nicht einfach, vor allem dann die Haarnadelkurve, bevor es wieder auf die Start-Ziel-Kurve geht.
Die dürfte am Anfang bei dichtem Feld ganz schön haarig sein, weil da ist echt nicht Platz zu zweit nebeneinander. Hingegen in der Anfahrt dazu sehr verlockend, hier den Konkurrenten auszubremsen. Das ist hier die Kurve, die wir jetzt gerade gesehen haben on board. Und das, denke ich, ist ein echter Knackpunkt. Und auch sonst, also es wurde nochmal auch darauf hingewiesen, dass die LMP-Fahrer etwas geduldig sein müssen, dass die GT-Fahrer hier auch ihren Platz brauchen und so ohne Curb und Sand oder Wiese oder was auch immer, ja, die Mauer küssen, das müsste man hier eigentlich schon lassen. Aber es ist eine tolle Strecke, also die hat einen schönen Rhythmus, denke ich. Ja, das auf alle Fälle, aber die Kurve, die wir jetzt gesehen haben, die erste Kurve nach der ewig langen Start und Ziel und dann diese Passage hier durch die Schikanen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir haben 28 aktive Fahrzeuge. Ja, momentan sind es nur wieder 27, wenn ich das richtig sehe. Oder wird der nicht mehr angezeigt da unten? Nein, also einer fehlt wieder. Ist ja runter, ich weiß nicht warum. Leo, du hast doch den Monitor auf. Sag doch mal die Qualifizierung der beiden Klassen bitte durch. Ja, ich denke, wir sind dann ungefähr durch. Die LMP1, Marius Berth auf Platz 1 mit 1.10.368. Auf Platz 2 Carsten Riemichen mit 1.10.623. Respektive 0,255 Rückstand und dann mit 0,279 Rückstand Jürgen Müller auf Platz 3. Und in der GT-Klasse sind wir hier bei Gesamtplatz 17, Markus Broich mit einer 1,18,763, 0,091 Sekunden dahinter Enrico Schaller und dahinter Jonathan Erzin. Genau. Oh, und hier brennt das Auto. Das ist, glaube ich, ein Braxman-Auto. Das genau, ist mit ein Dominik Braxman-Auto. Pieper. Ja, da hat das wohl ein bisschen übertrieben, der Gute. Der wird das erst auf der Strecke sein und irgendwann noch die Transportabdeckung drauf haben. Ja. Genau. Gut ist das ja erst, das Quali. Na ja, da hast du wohl nicht ganz unrecht. Ich weiß nicht, ob es ein Reglement gibt, was hier irgendwas sagt über die... Ja, wenn sowas passiert im Qualifying, das habe ich nicht gelesen, aber ich denke mal, ja gut, was will man da noch bestrafen? Der Fahrer ist bestraft genug. Er hat auch keine Zeit gesetzt und wird von Rang 27 ins Rennen gehen. Eieieiei. Bisschen unerfreulich ist, weil er ja das ganze Feld der GT-Fahrer noch vor sich hat und es ja dann quasi auch Kämpfe um Position sind. Da müsste jetzt kein GT-Fahrer richtig vom Gas gehen, wobei im Endeffekt ist jeder froh, am Anfang seinen Rennrhythmus zu finden. Ich glaube, da wird sich kein GT2-Pilot jetzt in Zweikampf mit einem LMP-Fahrzeug irgendwie verwickeln. Ja, aber auf alle Fälle ist es gerade auf der Strecke extrem nervig, wenn man hier erstmal an dem ganzen GTs vorbei muss. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre für die Rennleitung, dass er den ans Ende des LMP-Feldes stellt, weil da ist wirklich Ärger vorprogrammiert. So. Es scheint loszugehen. Nein, es ist jetzt 10 Minuten Warm-up, genau. Ja. Ah, wir haben jetzt noch Warm-up, genau. Genau. Ja, wunderbar. Nein, gibt es nicht. Schreibt mir die Rennleitung. Gut. Da wird er jetzt einfach drauf hoffen, dass sie nicht zu viel Abstand zu den LMP machen. Das wird ja hier auch so praktiziert, dass die GT-Klasse also etwas Abstand lässt. Oder? Nein, ja, also die LMP dürfen ans Ende ihrer Klasse fahren. Also die da hinter der GT stehen. Also ja, das ich denke, ist sinnvoll, ja. Ja, das ist wirklich eine sinnvolle Regelung, weil alles andere wäre reiner Selbstmord hier auf dieser Strecke. Oh, da war hier schon Dominik Pieper. Hier brauchen noch ein paar Fahrer GPS, im Gegensatz der Fahrtrichtung. Die Strecke zu finden. Das war wobei, also die Boxenanlage hier ist auch, da hast du schon Mühe, wenn du nicht irgendwie noch andere Fahrzeuge drauf hast und denen hinterherfahren kannst. Ja. Also da hätte ich den Weg raus auch kaum gefunden heute Nachmittag. Das ist völlig richtig. Und der Brüller ist ja auch die Boxeneinfahrt. So, das ist ja, da eine Busstopp ist ja nichts dagegen. Also da stehen ja auch richtig Mauern da, so du musst dich da irgendwie durchstellen. Ich glaube, die haben auch alle noch so einen Garagentüröffner im Auto, den sie erstmal drücken müssen, damit sie überhaupt damit die Tore da aufgehen. Also unglaublich. Ja, hier muss man auch langsam fahren können auf der Strecke. So, ich kriege so die ein oder andere Meldung. Ich habe das bei anderen Ligen, die heute schon gebroadcastet haben, auch bemerkt. Es ist nicht
so wie sonst, so flüssig. Also es kommt zu Aussetzern. Liegt daran, dass wir hier den wahrscheinlich einzig verbliebenen Server von O3D benutzen müssen, weil sonst ginge gar nichts. Und das wiederum bedingt natürlich, dass dieses Ding wahrscheinlich hoffnungslos überlastet ist. Und ja, ich hoffe, dass das noch einigermaßen, also hier sieht alles gut aus bei uns lokal. Das heißt, ihr könnt euch trösten, die Aufzeichnung, dann die wird einigermaßen ordentlich sein. Ja, ich denke, da werden sich die Fahrer freuen, weil die ja meistens das Ganze sich nochmal zu Gemüte führen am Montag oder Dienstag. Ja, wir wollen ja mal nicht hoffen, dass die Fahrer hier nebenher Stream gucken. Ja, das hat's alles schon gegeben, ne? Ja, hab ich da im Stream gehört. Ja, super. Warst du nicht auf der Strecke? Ja, na klar. Na, großartig. Ich glaube, das hat beim letzten Rennen auch einer gesagt. Der hat nebenbei den Stream geguckt und dann daraus wollte er die Boxenstrategie ablesen von seinen Konkurrenten. Ja gut, da gibt's sogar in dem Broadcasting-Tool einen kleinen Kniff. Man kann hier die Zeitdifferenz, die kann man einstellen. Man kann sagen, das soll grundsätzlich eine Minute später erst erscheinen, weil das ist in Strategiespielen, ist das natürlich ganz wichtig, also wenn so Ballerspielen, dass man halt nicht sieht, wo der Gegner rumsteht oder so, ne? Weil dann könnte man natürlich wunderbar den Stream nebenher laufen lassen und gucken, ne, was die da so machen. Aber nee. Nee, hier machen wir voll live, da können wir gar nichts, ne? Genau, da sind wir absolut. Ist mir Formel 1 ja oder einen anderen Motorsportzellen hier, darf man ja Formel 1 nicht so sagen. Die dunkle Seite der Macht. Ja, ist ja da auch nicht anders. Da hat ja auch jeder Teamchef zigtausend Kameras und Monitore und Zeiten und Autos auf der Strecke. Ja. Da können wir auch ruhig live senden. Ja. Vielleicht noch gerade ein kurzer Abstecher in den realen Motorsport, so aus aktuellem Anlass. Das Daytona-Rennen läuft noch 47 Minuten. Eigentlich so der erste richtig große Rennen dieses Jahres. Und da interessant war auch das ganze Wochenende das Thema, dass sich ja in den USA auf nächstes Jahr die ALMS und die Grand Am Serie zusammenschließen. Also die Grand Am richtet dieses Rennen aus mit Daytona Prototypen und GT3 Fahrzeugen. Und die ALMS fährt ja eigentlich nach ACO Reglement, also mit Le Mans Prototypen. Und diese beiden Klassen werden sich zusammenschließen. Und da stehen natürlich noch größere Diskussionen bevor, vor allem was halt die Prototypenklasse betrifft. Aber ich denke mal, es gibt eine riesig tolle Rennserie nächstes Jahr. Ja, definitiv. Also ich glaube, da sind auch einige Teams, die in den GT-Rennserien vor allem unterwegs sind, die immer nur mal das ein oder andere Langstreckenrennen mitfahren. Die werden sich da sehr drauf freuen. Also Konrad Motorsport hat ja wirklich ein ganz hervorragenden Job abgeliefert, leider auch mit Pech behaftet. Und hier ist einer minus 4,3 Kilometer pro Stunde im Schnitt gefahren. Das würde mich mal interessieren, wie das ging. War der Jörg Müller, glaube ich. Vermutlich, wenn der nur in der Boxengasse unterwegs war, dann halt in die falsche Richtung, da hinten in Zeltlager, oder? Großartig, nee, aber der hat hier eine Zwischenzeit, also sogar eine gute. Ach nee, jetzt nicht mehr. Na, egal. Ja, wie gesagt, mit Konrad Motorsport ja in die Mauer gefahren oder die Mauer touchiert, Reifenschaden und dann der Reifen noch richtig am Auto was kaputt gemacht und das ist natürlich extrem ärgerlich, weil Nick Tandy stand ja auf Pol und nun müssen sie gucken, dass, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie momentan stehen, meine Nerven haben das nicht erlaubt, noch länger zuzugucken und schauen wir mal. Ja, werden sicher auch dann gute Zusammenfassungen irgendwo zu finden sein auf dem Motorsport-Center eurer Wahl. GT-1.de kann ich nur empfehlen. Unser Harald Galinis hat wieder berichtet, so aus, als wäre er live dort gewesen, so wie er schreibt. Und es ist wirklich herzerfrischend, das zu lesen, weil der wirklich auch Details dazu schreibt. Also der ist sich da nicht zu schade, auch mal eine halbe A4-Seite über eine bestimmte Begebenheit zu schreiben, einfach weil sie interessant ist und was man sonst nirgendwo liest. Also ich kann ich nur jedem empfehlen, so hässlich wie, so pottenhässlich wie die Seite aussieht, so informativ ist sie. Jop, das war ja immer ein Genuss mit ihm als Co-Moderator hier bei dir. Ja, ein wandelndes Lexikon des Motorsports, leider ohne jeglichen Sinn für Webseiten-Ästhetik.
aber das ist auch wirklich auf der Seite völlig nebensächlich. Ja. Und ja. Ja, es hat ein bisschen den Eindruck, sie wurde seit 10 Jahren nicht mehr aktualisiert, genau, aber genau. Die Ereignisse sind doch aktuell. Ja, genau. Es ist aber, man muss dazu wissen, Harald Galinis ist dort bei diesen ganzen Rennen zwar akkreditierter Journalist, aber privat. Er schreibt lediglich für GT1 und das ist seine eigene Website, das Ding ist privat finanziert, der macht all diese Reisen und alles auf eigene Rechnung und keine Sponsoren, keine irgendwas, sondern das ist sein Hobby und das ist sowas von Hut ab wert, weil, ja, irre, also der fliegt durch die halbe Welt oder durch die ganze Welt, um von irgendwelchen Rennserien da zu berichten. Also es ist wirklich grandios. Mittlerweile hat er natürlich auch Mitarbeiter, die dann das auch ehrenamtlich machen und richtig gut und viel und teilweise wirklich professioneller als so manche professionelle Seite. Soll doch mal irgendein Provider ein anständiges CMS spendieren, den Jungs. Ja, gut, will er gar nicht. Ich habe auch schon mal mit ihm gesprochen. Also er findet das alles gut so. Und er so kennt er sich aus und er weiß, wo er was findet und alles ist gut. Und letztlich braucht er ja nur, ja, letztlich braucht er nur mal eine Design-Auffrischung, weil das CMS, was er benutzt, ist ja auch aktuell, das ist ja gar nicht so alt, ne? Aber das Design halt, ne? Das und ist nicht gerade von vorgestern, ja. Aber eben, der Inhalt zählt und der ist absolut zu empfehlen. Genau. So, kommen wir mal hier wieder ein bisschen zurück. Momentan Dirk Suder hier ganz gut unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Und ja, wollen wir mal schauen. Ja, hier sehen wir das Ende der Startzielgeraden, wo es eben dann links weggeht und durch eine Schikane und dann auf dem Rückweg ein kurzes Stück parallel in die Gegenrichtung. Ja. Das ist der sogenannte Toyota Corner, den wir hier gerade nicht mehr sehen, wo die Autos eigentlich einlenken hier. Ja. Das ist ja auch an den Werbeeinblendungen rechts unschwer zu erkennen an der Bande. Aber die Straße hat einen schönen Namen, die gerade heißt Shoreline Drive. Oh. Ja. Hier an der Küste gelegen in Long Beach. Früher waren da mal noch zwei weitere Sehenswürdigkeiten, die mittlerweile, glaube ich, beide nicht mehr da sind. Da lag nämlich mal die Queen Mary für mehrere Jahre, zum Museum umfunktioniert. Mhm. Und die Spruce Goose von Howard Hughes, das größte je gebaute Flugzeug. Ja. Ja, können wir noch kurz einen Blick in die Gesamtwertung werfen, bevor es jetzt gleich zum Rennen geht. Da ist im Moment Vortex Motor in der GT2-Klasse, Vortex Motorsport führt mit deutlichem Abstand vor Volkswagen Racing Team und Vortex Motorsport. Also die haben mehrere Teams am Werk und am Start und in der LMP2-Klasse, da führt auch Vortex Motorsport mit 30 Punkten Abstand vor Speedwide Motorsport Junior und Dynamic Racing. Ja, und Streetwide heute ja mit richtig gut, also mit dem Colli richtig gut, der Marius Bert. Wollen wir mal schauen, ob sie heute ein bisschen was abzwacken von dem Vorsprung. Wir haben ja noch 2 Rennen dann hier nach diesem Rennen, also 3 Rennen mit dem. Und ja, gucken wir mal, da geht ja noch ein bisschen was. Allerdings das Vortex jetzt so völlig ablos, die letzten 3 Rennen, damit ist jetzt auch nicht zu rechnen, das heißt die 30 Punkte aufzuholen. Das dürfen mehr als schwer werden. Na, wobei das GTY-Team hatte ja in Sebring einen kompletten Nuller gefahren, auch wenn es ein bisschen Pech dabei war. Also Jonathan Erzin wurde ja abgeräumt, gab aber glaube ich auch gar keinen Protest von ihm. Und dadurch sein Teamkollege hatte da auch keine Punkte eingefahren. Oh, das geht hier schon echt eng zur Sache und diese Nasenkamera hier, die wir jetzt hier gerade benutzen, ist dann auch mal gut geeignet, um ein paar nette Videos zu machen. Ja, auf Straßenkurs kommt das immer ganz gut, das ist. Achso, okay, der hat gebremst. Ich dachte, das wäre jetzt hier die Zufahrt auf irgendeine Kurve. Ich dachte, der geht da jetzt so in diese Kurve rein und naja, gut. Thank you.
die Schikane wäre ja nicht unbedingt nötig, die stört ein bisschen, aber sonst eine schöne Strecke. Ja. Jo, das da war geht's ein bisschen, ab dafür. Ja, ein bisschen früh auf dem Gas. Ja, da werden wir aber, glaube ich, etliche sehen von diesen Drehern heute. Also ich habe hier vorhin im Training ein bisschen zugeschaut. So viel Anbauteile wie da rumlagen. So. Ist auch schön umgesetzt hier, weil typisch Stadtkurse, verschiedenste Farbeläge und diverseste Bodenwellen. Genau. So, wir sind im Rennen. Quit now. Ja, genau. Haben wir den Standardspruch für die Zuschauer, die nicht regelmäßig dabei sind. Yes. Hier wird eine Recognition Lap gefahren, aber nicht unter Führung vom Pace Car, sondern unter Führung vom Erstplatzierten aus der Qualifikation. Die beiden Klassen werden ein bisschen Abstand nehmen zueinander und dann werden wir ein fliegendes Start erleben in einer Runde. Genau. Gerade mal am gucken, wo gehen denn die Markus euch steht, glaube ich. Nee, Platz 20. Jan, brauche ich auf 20, weil der wird mir hier noch auf 17 geführt. Ah ne, jetzt rutscht er durch, alles klar. Ja, dann fahren die jetzt hier auch los. Aber wir gehen natürlich jetzt erstmal vor zur LMP-Klasse. Und für Brexman fehlt der Vogel, ja? Das ist nur der Achim am Start, das ist natürlich schade mit ihrem zweiten Platz. Genau, ja. Der Vogel ist mir nicht dabei heute. Und für die Zuschauer, die ein Live-Timing haben wollen, das gibt's auf der Sackschwitze-Homepage oben links. Nicht auf den Button rechts klicken, wo groß Live-Timing draufsteht oder Live-View. Da haben wir uns beim letzten Mal auch verschaut. Mal sehen, Zuschauer, die Bühnen sind schön gefüllt, wunderbar. Jetzt möchte ich die Heckkamera. Ah, da haben wir es. Aber so ist es noch schöner. Das ist jetzt in die Left, die sie jetzt durchfahren, und dann kommt noch Le Gasomet. Die Haarnadelkurve und dann sind wir wieder auf dem Shoreline Drive. Oh, schönes Doppelfall hier. Oh, und das Rennen beginnt. Marius Bert gibt Gas und das sieht hier sehr, sehr sauer aus, was er macht. Hat hier gleich mal ein paar Wagen zwischen sich gelegt. So, und jetzt gucken wir uns hier die erste Kurve an. Das sieht aber alles ganz prächtig aus, wie ich finde. Ja, das ist alles ganz wunderbar und noch sieht immer noch gut aus. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell zur GT-Klasse, die jetzt auch startet, genau in diesem Moment. Das scheppert mehr, vor allem bei den LMPs in der ersten Kurve, aber ist gut gegangen. Sehr schön zu sehen. So, wir haben jetzt eine etwas bessere Perspektive erwischt und auch hier läuft alles ganz fantastisch. Fehlt da noch jemand? Nö. Gut, das haben sie sehr gut hingekriegt, ja. Ja, wurde auch über den Lifetime hier keine Kollision angezeigt. Also, ja. Ja, erstaunlich, sehr erstaunlich. Aber ich denke, richtig heiß wird es dann halt, wenn die LMP zum ersten Mal das GT-Feld überrunden. Dann wird es dann schon. Ja. Da wird es dann richtig spannend. Also hoffen wir mal, dass hier nicht zu viel geschieht. Aber das wird schöne engere in Action sehen. Marius Bert fährt natürlich erstmal die schnellste Rennrunde, klar. Oh, und da sehen wir schon LMP im Verunglückten. Der sieht aus wie ein Brakeman-Auto. Ja, könnte der Frank Schuster gewesen sein. Der ist ein bisschen zurückgefallen. Ja, der hat einen Platten. Einen Reifenschaden, ja.
Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Er hatte sich beim Ausweichen vertan, der Ferrari war das, hm? Und der Braxman Porsche hier auch ziemlich weit rund unterwegs. Das ist definitiv kein Rennspeed und da gibt's auch Funken. Ach, ihm erreicht den Rennspeed eh erst, wenn er seine Haube weg hat. Ja, genau. So, gucken wir mal nach vorne. Marius Bert hier, ja, na, komfortabel ist das noch nicht, aber zumindest einigermaßen, er muss jetzt nicht im Rückspiegel gucken. Und da liegen natürlich schon die ersten Frontschürzen rum. Ja, und der Vorteil ist einfach unglaublich, wenn du auf so einem engen Kurs vorne wegfahren kannst. Sehr vorbildlich, bis alle Fahrzeuge vorbeigefahren sind. Oh. Da ja, nicht alle, da steht noch einer. Wer ist das hier? Todd Helling, den hat sie erwischt. In der Spitzkehre. Oh! Und jetzt geht's los hier. Oh, was ist denn hier ab? Was geht denn hier ab? Oh, was haben die denn hier für Pings? Da ist irgendeiner mit einem Mörder-Ping unterwegs. Ja, das war der blau-gelbe, denke ich, der 1180 oder was. Das ist Marius Wert, die anderen sind in Ordnung, also es liegt nicht am Server. Es ist der Marius, der hier Probleme hat. Und ich befürchte mal, der wird jetzt wahrscheinlich schon einen Hinweis für die Rennleitung kriegen. Ja, das ich weiß, geht das nicht. Zu telefonieren, ne? Kennen wir doch. So, aber... Jürgen Müller ist dran. Ja, jetzt fällt er zurück, Marius Bert. Ich glaube, er wird hier durchgereicht. Der Server kann ihn nicht mehr synchronisieren. Der warbt zwar noch in der Gegend rum. Ah, das ist dann ärgerlich. Was geschieht, wenn du so gut dabei bist? So, hier Angriff jetzt. Na, Angriff nicht, aber zumindest aggressiv. Na doch, schon Angriff. Jürgen Müller, der Müller gegen Carsten Riemichen und ich glaube, das hat gepasst. Ja, aber ein bisschen Carbon ist da geflogen. Ja. Muss eine schöne Bodenwelle haben, den Funkenflug, den wir sehen hier. Ja. Marius Bert soll Escape drücken. Das hat keinen Wert. Er bringt das ganze Fahrerfeld hier durcheinander. Ja, da kannst du nicht wirklich fahren hinter so einem Fahrzeug. Das geht nun mal gar nicht. Irgendwas weit bundesweit noch unterwegs. Das sah fast aus wie der Sackschütze Porsche. So, wir gehen mal wieder zu den Jungs hier in der GT-Wertung. Jonathan Erchin. Genau, Enrico Schaller war das hier, der hier hinterher fährt. Jonathan. Ja, jetzt fährt Müller hier die schnellste Rennrunde. Ein 12.037. Oh ja, hier dieser Ferrari müsste. Nein, das ist ein überrundetes Fahrzeug, oder? Überhaupt nicht Enrico Schaller hinterher fährt, sondern Schaller fährt hier. Doch, natürlich. Erchin führt hier die GT-Wertung an. Genau, und Schaller ist der Letzte in der LMP, genau. Oh, Daniel Faber ist aber dran. Da fährt Daniel Faber nicht mit Ferrari. Ja, so ganz schüchtern. Ja, eigentlich müsste der Porsche nicht ganz. Ja, der Porsche müsste dem Jonathan Erzin gehören. Genau, der so Daniel ist es. Faber gut, genau. Ja, was passiert hier, wenn man durchschaltet mit den falschen Tasten? War wohl dann mein Fehler. Genau, Faber führt vor Erzin. Aber wir haben mittlerweile schon vier DNFs jetzt. Moment, wenn ich das mal kurz aufzählen kann, Achim Böhm, John van der Poel, Stefan Bäumer und Marius Bert. Also das ist alles völliger Blödsinn. Enrico Schaller führt in diesem... Sag mal, was ist denn das? Wieso wird mir denn... Der Schaller wird mir in dem Ferrari angezeigt. Und da ist auch Quadra, also das müsste das Auto sein, ja. Ja, hinten, das ist der blau-weiße, der ist vom Daniel Faber, der Ferrari. Genau, der Porsche, genau. Hier vorne, das ist Enrico Schaller. Dann stimmt das so rum und nicht Daniel Faber vor Jonathan Erchin, sondern schon dahinter.
aber davor fährt noch Enrico Schaller, und zwar nicht im LMP, sondern in diesem F430 hier in dem schwarzen. Genau, das haben wir auch von Anfang an gesagt, könnte sein, dass es nicht dazu rübergekommen ist. Also damit bereits eine Nullnummer für das zweitplatzierte Team in der GT-Klasse. Und wir hoffen mal, dass die Ausfallrate nicht in dem Tempo weitergeht. Ja. So, wir sind bei Thomas Batt im Auto. Hier ist ein schöner Dreikampf um Platz 5, 6 und 7. Jens Potschka, Andreas Simon und Thomas Batzke. Vorne fährt Jürgen Müller weg, der war jetzt 1,3 Sekunden schneller wie Carsten Riemichen in der letzten Runde, mit auch gleichzeitig einer neuen schnellsten Rennrunde von 1:11.8.2.3. Mir wurde angezeigt mit das 11.8.2.8. Ah ja, wenn ich jetzt näher hingehe, ja. So, und jetzt geht das hier los wieder über Runderei. Auf diesen Geraden ist das alles noch relativ problemlos. Aber in den Kehren und Schikanen ist das echt eine Herausforderung. Also kann so eine MP eigentlich nur dahinter bleiben. Und hier die Nerven zu halten, hier vor der Spitzkehre nicht schon was versuchen zu wollen, sondern wirklich halt zu warten bis auf die Gerade. Ja, aber Überholmanöver, ja, das muss schon wirklich mehr als passen hier. Geht eigentlich nur auf den 3 Geraden, wirklich. Ja. So, hier haben wir den Führenden, Jürgen Müller. Müller, Entschuldigung. Ja, aber da ist nicht so wahnsinnig viel zu zeigen. Auch Platz 2, Carsten Riemichen, ist relativ unbedroht hier. Aber Heiko Scheuermann hier auf 3 und auf 4, Dirk Suder, die machen hier richtig Spaß miteinander. Ich denke, boxenstoppmäßig werden wir auch wieder jeweils zu ein Drittel ungefähr die Fahrzeuge, zumindest die LMPs in der Box sehen. Die GTs vielleicht dann 2-3 Runden später jeweils. Ja. Ja, Jürgen Müller macht das ideal aus seiner Position, fährt jetzt wieder eine schnellste Rennrunde und kann sich weiter Carsten Riemchen absetzen, auch wenn es in diesem Umlauf nur ein... Na, jetzt Jürgen Müller, schreibt mal drauf, jetzt glaube ich, wird hier angezeigt mit Kollision. Jo, Riemchen ist auf 1. Da ist er auf 4. Ja, und der ist... wir gucken mal, ob wir hier irgendwas sehen. Ne, wir haben leider ein Lag. Ja, hier steht er jedenfalls irgendwo. Naja, gut, ist ja leider nicht zu sehen, was ihm passiert ist. Aber mittlerweile haben wir aber noch einen Gast gekriegt. Der Marius Bert ist eben hier bei uns aufgetaucht. Ah, okay. Ja, Marius. Dann, ja, erzähl mal. Moin erstmal. Ja, irgendwie Internet weg. Leider. Ja, du hast einen Mörderping, 1600 irgendwas, und bist da rumgerobbt. Der Server hat dich teilweise dann ins Ende des Feldes gestellt und wieder nach vorne und hin und her. Und ja, das ist sehr, sehr schade. Es hätte heute gut Punkte geben können, ne? Ja, schon, vor allem, weil ich ja alleine gefahren bin, ist umso ärgerlicher. Ja. Ich habe gesehen, irgendwie im Lifetime, weil ich andere nach hinten gefahren bin. Ich dachte schon irgendwie, dass in der Zeitmessung ein Fehler vorliegt und dann wurde mir halt von meinen GT2-Teamkollegen gesagt, dass ich auf einmal vom Server disconnected bin. Naja, dann unten Router gelaufen und Internet war trotzdem immer noch da, ganz komisch. Irgendwie eine komische Aktion gewesen. Weiß auch nicht, woran es lag. Ja. Ja, sehr ärgerlich. Und
war es das jetzt für die Meisterschaft oder? Ja, eigentlich schon. Ja, die Meisterschaft denke ich ist schon vorher gewesen, weil allein zu fahren gegen einen Vortex, gegen Carsten, gegen Thomas ist halt, ja, hat man keine Chance. Ich wollte halt die Meisterschaft eigentlich allein dann trotzdem noch beenden. Naja, aber was soll man machen? Nächstes Rennen wird dann vielleicht wieder besser. Ja, genau. Wie schaut es denn aus in Sachen Boxenstopp, Taktik, Reifenwahl und so jetzt für diese Strecke? Jetzt darfst du es ja erzählen. ja, ich und wie ein paar andere, denke ich, weiß natürlich nicht genau, aber ich denke mal, dass viele auf hart gestartet jetzt sind, also von den LMP-Fahrern zumindest. Und einmal nur stoppen werden oder versuchen einmal zu stoppen halt. Nur einmal nachtanken und versuchen auf harten durchzufahren. Wenn man nicht zu viel pusht, dann könnte es möglich sein, auf hart durchzufahren. Und hier kommt ihr durch mit deinem Tankstopp? Ja, es könnte knapp werden, aber wenn man wirklich ein bisschen schont, dann müsste es passen. Ah, das war doch mal ein Unterschied zu den vorherigen Rennen, wo eigentlich ja mehr oder weniger immer zweimal gestoppt wurde. Wie sieht es mit dem Überholen auf der Strecke aus? Kann man Konkurrent einfach ausbeschleunigen und aus dem Windschatten überholen wie auf anderen Strecken oder sind dafür die Geraden zu kurz? Wenn, würde ich sagen, geht es fast nur auf Start-Ziel oder halt auf der Gegengeraden. Aber beim Anbremsen ist halt mal sehr riskant, weil einmal einen stehenden Reifen und dann schon verbremst man sich und dann hängt man vielleicht mit seinem Gegner sogar in eine Mauer drin. Ist halt sehr schwer, ohne Fehler zu überholen. Aber wir sehen, die Mauer ist auch sowas gut. Das heißt, wenn man ausbeschleunigt und verliert das Heck, dann stellt die Mauer das Auto auch hin und wieder mal gerade. Also, das ja, kann man eben gut sehen. Ja, Marius, Mensch, das ist, ja, gut, da kann man immer als Moderator schlecht was zu sagen. Klar, so ein Ausfall ist immer bitter, vor allen Dingen so ein Quatsch. Wenn es im letzten auf der Strecke ein ordentlicher Unfall gewesen wäre, hätten wir alle was von gehabt. Aber bei der Internetverbindung, ja, das ist ja nur unspektakulär ärgerlich. Also von daher, ja, guck mal, was du im nächsten Rennen hier zum Wege bringst und die Pace hast du ja. Also, ja, nächstes Jahr, also es wird ja, wenn ich richtig informiert bin, eine Nachfolgeserie geben, die dann wahrscheinlich auch anders heißt oder wie auch immer. Das wird sich alles noch ausstellen, aber wieder hier am Start, das Format als solches gefällt dir gut. Macht sehr Spaß, finde ich. Auch die Wagen, sag mal, sind sehr schön ausgewählt. Also LMP2, GT2 passen eigentlich schon gut zusammen. Ja. Ja, macht super viel Spaß, die Serie. Und wäre natürlich toll, wenn die nochmal am Start gehen würde. Ja, so. Und Dirk Suder hier mit Problemen. Upsala, das ging gerade mal so gut. Und rutscht jetzt hier aber zurück hinter Thomas Patzke. Ja, wir haben leider noch zwei weitere Ausfälle in der Zwischenzeit. Markus Broich und Thomas Speer sind auch beide mittlerweile in der Box von hier. Ja. So, von den gestarteten 28 Autos sind jetzt noch 23 im Rennen. Ja, und schauen wir mal, was da noch kommt und was dann kommt. Also Enrico Schaller führt jedenfalls noch vor Jonathan Hertschin. Ungefähr eine Sekunde Vorsprung in der GT-Klasse vorne. Carsten Riemichen, knappe Sekunde vor Heiko Scheuermann. Also so spannend, wie es eigentlich nur geht. Markus, vielleicht noch abschließend. Hättest du von der Pace her, du hast ja einen relativ guten Start gefahren und hattest dann so 2-2,5 Sekunden Vorsprung. War das ausbaufähig, beziehungsweise hättest du die verwalten können? War schon zu sagen. Durch die Überrundung verliert man mal schnell Zeit an den GTs, ja, weil man da manchen ständig überholen kann. Ja, es ist halt mal auch ein bisschen Glück dabei, ne, wo man vorbeikommt und wo nicht, wo man dann die Zeit verliert, aber ich denke mal, mit der Pace wäre ich gut dabei gewesen, ist halt, ja, es ist umso ärgerlicher. Ja, recht. Ja gut, Mensch, Jung, dann mal Kopf hoch, sag mal, aus dem Fenster springen wir es jetzt nicht deswegen, aber naja, wir gucken mal, ob das, wie sich das auf die Motivation zum nächsten Rennen niederschlägt. Ich denke mal, da werden wir dich da ganz vorne sehen, oder? Ja, ich denke mal, das wird schon, wird mal schauen. Ja. Dann wünsche ich euch nochmal viel Spaß und dann bin ich erstmal raus. Bis die Tage. Ja, tschüss, bis einen Tag für den Besuch. Tschö. Oh, kein Thema. Tschö. So, momentan machen wir mal kurz die ersten drei der Klassen. Carsten Riemichen vor Heiko Scheuermann und Jürgen Müller in der LMP-Klasse, Enrico Schaller, Jonathan Hertschin, Daniel Faber, die Top 3 der GT-Klasse.
Also das ist dann doch schon mal recht erbaulich, zumal die alle noch in Abständen sind, wo man hier überhaupt nichts sagen kann. Also die fahren so ja, 1,5-2 Sekunden hintereinander her. Und ja, ich glaube, wenn es mit dem LMP schon schwer ist zu überholen, mit den GTs ist es noch ein Stückchen schwerer, weil ja, da muss man erstmal Windschatten bekommen. Die bieten, glaube ich, auch weniger Windschatten, einfach weil sie weniger Abtrieb haben und weniger Geschwindigkeit. Also von daher dürfte es hier noch auch nochmal ein richtiges hartes Stück Arbeit werden, seinen Kontrahenten hier zu überholen, weil die ja fahrerisch alle auf, mehr, wenn hier auf einem Level sind. Wir sehen es hier, so mancher LMP hat hier echt auch Schwierigkeiten, an so einem GT vorbeizukommen. Und es kostet dann jedes Mal Zeit, und da gibt es auch zu Recht eine Lichthupe. Wobei hier eben halt wieder jeweils das Thema natürlich auch mit dem Mitspielen ist. Es geht halt immer am besten, wenn beide ein bisschen mitspielen. Ja, und dann verlieren auch schlussendlich beide am wenigsten Zeit. Genau. So, Steuermann jetzt unter Druck von Müller. Müller ist wieder zurück auf Platz 3. War ja zwischenzeitlich Vierter nach seinem kleinen Unfall. Also Auto scheint noch gut zu gehen. Ich habe gerade mal noch kurz nachgeguckt. Die letzten beiden Rennen sind dann noch Laguna Seca und Road America. Ja. Also nochmal zwei Top-Strecken. Genau, die klassische Strecke. Laguna Seca ist sicherlich sehr, sehr sehenswert. Ja, der Korkstuhl. Oh, und da schießt er ihn in die Reifen. Das war, glaube ich, nicht das, was wir gut finden. So, hier sehen wir das gleich. Ich hoffe, das ist. Ja, er hat sich schlichtweg verbremst. Er hat schon auch blockierte Reifen gehabt, aber es ist wie im Straßenverkehr. Der hinten drauf fährt, ist der Schuss. Definitiv. Ja, und hier fehlt natürlich jetzt etliches und da geht es nur noch in die Box. Ja, wir sehen es hier. Ja, Alter. Das ist auch kein Untersteuern mehr, sondern das ist eigentlich komplett Ausfall der Lenkung. Da muss man das Auto mit seinem Willen um die Kurven zwingen. Möge die Kraft mit ihm sein. Genau. So. Schade, weil das war ein nettes Duell. Langer Hegermann hier auf 10. Neumann auf 11. Ilian auf 12, Border auf 13. Dann und der nächste DNF hat man noch, denn der Todd Helling ist ausgeschieden. Okay. Ich denke, heute wird der ein oder andere Fahrer aus dem Mittelfeld sich sagen, ich gucke einfach, dass ich diese 1,5 Stunden auf der Rennstrecke durchkomme ohne große Probleme, auch wenn ich ein paar Sekunden langsamer fahre als der Rest, aber da kann ich gegen Ende dann noch ordentlich Punkte einsammeln, weil die Ausfallquote ein bisschen höher sein würde. Der ein oder andere muss auch noch in der Schlussphase dann wegen abgefahrenen Haube oder so einen längeren Boxenstopp machen, also ich denke, da gibt es bis zum Ende noch Verschiebungen. So, jetzt sind wir mal hier bei Dominik Pieper, der ja von hinten gestartet ist, im Auto. Oh, wirklich nach vorne gekommen ist er auch nicht. Ja, vor seinem Teamkollegen Frank Schuster, die beiden sind am Freitag nochmal GTL gefahren, da waren sie erfolgreicher als hier, da sind sie Dritter und Vierter geworden und führen in der Gesamtwertung, aber ich glaube heute, ja, da teilen sie sich dann die Plätze am Ende des Feldes. Also wenn ich so einen Grün im Cockpit hätte, würde ich auch nur in die Bande fahren. Ich glaube, das war das Auto vorher, oder? Diesen Rechtsteil, die du was da mit dem Kopf nicht anschlägst. Der braucht das, um 8 zu bleiben. Ja, ich glaube auch. Ja. So, Frank Schuster auf 17 und dann sind wir beim Führenden der ET, nämlich Enrico Schala auf der 18. Und der hat aber jetzt ordentlich schon Vorsprung, 3,5 Sekunden auf Jonathan Erschien. Und das ist, glaube ich, das, was der Marius auch meinte. Ich glaube nicht, dass das fahrerisch jetzt entstanden ist, sondern wirklich bei den Überrundungen. Da hat man mal übrigens Glück, mal Pech. Noch ganz kurz zu den beiden eben besprochenen Fahren, die waren auch beide schon an der Box. Ah, okay.
Ja, Daniel Verarbeiter auf der 3. GT-Wertung, Platz 4 für Olaf Ness. Auf der 5 Richard Rahm. Und Todd Helling draußen. Ah ja, okay. Ja, jetzt ja, haben wir nur noch 5 GT-Fahrzeuge im Rennen. Ja. Das ist natürlich heavy. So, und es geht wieder ein Kampf um Platz 1 in der LMP-Wertung, nämlich Carsten Riemichen und Jürgen Müller ist zurück. Hoffen wir mal, dass diesmal ein bisschen geduldiger ist beim Anbremsen. Im ersten Zweck identische Zeiten gefahren, 24, 419. Ja, da steckt er wieder zurück. Müller hat hier definitiv mehr Topspeed, möchte ich behaupten, weil so eine Gerade... Oh, jetzt, ja, jetzt reißt er sich durch. Oh, aber sauber gemacht. Noch nebeneinander, durch diese Kurve durch, und jetzt ist er durch. In der Schikane jetzt, musste einer nachgeben, da ging es definitiv nicht zu zweit. Ja, da gibt es eine Lichthupe, aber ich wüsste jetzt nicht warum, das war sauber. Das war richtig sauber und auch sehr präzise von beiden. Ja. So, jetzt ins Potschka. Versucht er natürlich dran zu bleiben an den beiden, um sich vielleicht noch den Herrn Riemichen zu holen, und Jürgen Müller führt wieder. Also ich könnte mir nicht, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die hier vorne mit einem Stopp durchkommen. Aber werden wir sehen. Ja, weil nach Sparfahrt sieht das im Moment nicht aus, also ich denke, er wird ganz schön gepusht. Ja, vor allem bei Müller halt, weil der muss ja erstmal diese drei Plätze wieder gut machen. Aber seine schnellste Runde wirklich drei Zehntel schneller wie die schnellste Runde von Carsten Riemichen. Ja, haben wir ja gesehen, also er hat ja wirklich hier einen deutlichen Geschwindigkeitsüberschuss, vor allem auf den Geraden gehabt. Potschka hängt natürlich jetzt hier hinter den GTs und das in dieser Passage, und das kostet richtig Zeit. Weil natürlich das Gros oder das, was den LMP eigentlich so wahnsinnig oder so viel schneller als den GT macht, sind natürlich die Kurvengeschwindigkeiten. Und ja. Womit er hat er jetzt hier erstmal verloren. Wir gucken mal kurz zu Riemichen und wir sehen gleich, der Vorsprung von Müller wächst sofort an. Also denke mal, Müller ist hier momentan das Maß der Dinge. Das ist ja auch das, was Marius vor dem Interview erwähnt hat, dass der halt einmal an der schlechten Stelle auf dem GT aufläuft und dann sind zwei Sekunden Vorsprung weg. Ja. Die sind doch 8 Sekunden langsamer pro Runde, die GTs. Ja. So, aber Andrea Simon auf Platz 4. Wenn auch gefolgt von Thomas Batzke. Und hat dann der Simon dazu eine persönlich schnellsten Rennrunde gepusht. Richtig, und Dirk Suder jetzt hier auch noch drin. Jetzt gehen wir mal gucken, was die Herrschaften hier machen in der GT-Klasse. Enrico Schaller führt hier nach wie vor und wir warten jetzt mal ganz kurz, weil das ist hier nicht unbedingt... Also ja, Jonathan Erdin ist jetzt gerade nach hinten gerutscht. Irgendwie. Ah, das ja, ist ich sehe es. Zurückrundung von... Oder ja, genau. Ja, das ist aber nur eine Über... Ja, genau. Also in der Klasse ist er nach wie vor auf Platz 2. Aber doch mit etwas Abstand. Ja. Und relativ unpräzise. Also wenn ich hier sehe, beim Einfahren die Schikane, dass er die Mauer touchiert, das kennt man eigentlich von ihm so nicht so richtig. Vielleicht guckt er sich ja den Stream an. Ja,
Lieber Herr Hatschin, solltest du hier zugucken? Dann gibt's aber in Österreich gleich nochmal eine Volksabstimmung, das sage ich dir. Eventuell könnten wir mal auf die Position 11, 12 und 13 schalten. Da ist nämlich Habermann, Kilian und Orte, die sind ja hier, hier. Genau, das Dreierpaket sind ja sehr dicht zusammen. Gucken wir mal hier ins Cockpit und dann gucken wir auch mal nach hinten. Wir sind auf Platz 12. Da hinten kommt er an die Borde. Und da vorne ist Marcel Habermann. Genau, sind noch die letzten drei LMP-Fahrzeuge, die noch nicht überrundet worden sind. Der Rest des Feldes hat schon alles eine Runde Rückstand. Was war denn das jetzt für eine Lichtung? Wo war die da? Aber vielleicht allgemein Verwirrungstaktik. Oder halt mal ein bisschen Frust. So, Mensch, lass mich doch mal vorbei. Oh, ja, das ist jetzt hier gerade passiert. Aber das, dass das gereicht hat, da habe ich auch jetzt kurz die Luft. Ja, da hat aber Kilian irgendwie mitgespielt. Ich weiß allerdings nicht warum. So, dann gehen wir mal zu Andy Borde ins Cockpit. Uiuiuiui, der arme Herr Fahrer hier vorne, der wird hier aber ganz schön durch die Gegend scheucht. Jo, das passt aber mal gerade so noch. Ja, das ja. Sind genau die Momente, da willst du halt nicht warten, aber das ja. War zu schnell, zu spät gebremst, denke ich. Ja. Weiß jemand, ob hier die Traktionskontrolle erlaubt ist? So viel ich weiß, ja, aber ich würde jetzt kein Geld drauf verwenden. Okay, weil in dem Moment ist es natürlich so, dass die hier, wenn die so eine Manöver, also wenn sie sich gedreht haben, um das Auto wieder in die Fahrtrichtung kriegen wollen, das ist natürlich mit eingeschalteter Traktionskontrolle ein bisschen schwer. Das Heck so rumschleudern zu lassen. Das könnte gut über uns sein, ja. So, schade, da mit dem Dreher hat er uns den Zweikampf hier weggenommen. So, Scheuermann auf 14, auf 15, auf der 16 Schuster, auf der 17 Kiesling. Und da haben wir den Enrico Schaller. Er fährt ja nun wirklich hier ein völlig unbehelligtes Rennen. Eigentlich vom Start weg. Also nochmal dicke Sorry, dass wir ihn da vorhin in diese Verwicklung da verwickelt haben. Ans Ende des LMP-Feldes. Enrico Schaller am Ende des Feldes gibt's ja gar nicht. Nein, nein, nein. Hatte vielleicht in dem Moment zu tun da mit den Internetproblemen und dem schlechten Ping und so, dass da mir wurde es so einfach so angezeigt, durcheinander gewirbelt wurde, ja. Ich meinte sogar, ich habe sogar das Fähnchen auf dem, also das Namensfähnchen auf dem Auto, auf dem LMP gehabt. Aber gut, es ist, hat auch oft mal mit dem TV-Plugin zu tun, wenn man hier aus Versehen durch die, also so Minus drückt, dann kommt die Namensanzeige durcheinander. Man muss das halt mit zwei anderen Tasten machen und ja. Ja, auf die internationale Regie haben wir auch keinen Einfluss. Genau, so ist es. Ja. Auf die Regie vor Ort. Ne? Also Amerika, wissen wir ja, die sind mit Qualitätsstandards nicht so ganz so vertraut. Und ja. Dafür gibt es nach dem Rennen noch ein geiles Rockkonzert. Genau. Ja, wir sind jetzt in der LMP-Klasse. Da gibt es jetzt doch schon die ersten Boxenstopps. Also mit harten Reifen durchfahren. Da der Tipp, also Jens Potzka und Dirk Suda ist jetzt in der Box, genauso wie Andreas Borde und Marcel Habermann. Ja, vielleicht und das kurz nach Renditl, also wieder zwei Stopp trotzdem. Ja? Oder nur ein Stopp und einen zweiten langen Stint. Aber ob das reicht? Nee, denke ich nicht. Aber sicherlich interessant, als da verschiedene Strategien gefahren werden. Eieieiei. Ja, die sind zur gleichen Zeit in der Box und werden natürlich nicht abgefertigt. Bei Potschka werden nur 10 Sekunden angezeigt. So, und Suda, doch, jetzt wird er abgefertigt, also wird zumindest aufgebockt, also das sollte heißen. Aber auch hier haut das irgendwas mit der Zeitnahme nicht hin. Ja, ihr lieben Jungs von Wilcrave. Das sollte man
vielleicht vorher absprechen, dass man hier nicht zusammen in die Box fährt. Und hier sehen wir das Auto, das Maul nimmt, das Auto von Jürgen Müller, den Porsche R-Spider. Genau. So, und der überrundet jetzt den Führenden der GT-Wertung, nämlich den Enrico Schaller. Und jetzt wird hier Dirk Suda als ausgefallen gemeldet. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn der keinen Sprit gekriegt hat. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ja. Jo. So ist es, da steht er. Das wäre mehr als ärgerlich. Dirk, wenn du uns jetzt hörst oder so, dann komm doch mal einfach rein. Was ist jetzt hier mit Müller? Oh, sind wir im Play? Riemchen 1. Ne, jetzt sind wir im Replay. So, hier ist alles gut. Tja, was soll man sagen? Es bleibt spannend. Ja, weil hier hast du nicht nur die anderen Fahrer als Gegner, sondern auch wirklich auch die Mauern. Da musst du, ich hab die Strecke. Ja, die Strecke ist der Gegner hier. Stadtkurs, und ich liebe Stadtkurse, ich fahre die sehr gerne. Aber die Ausfallquote ist halt entsprechend hoch, das ist immer so. Ja. Aus unserer Sicht darum ein bisschen schwer einzuschätzen auf anderen Kursen, wenn da mal was Rotes auf dem Zeitenmonitor blinkt als Kollision, dann kann man da draufschalten, weil dann irgendwas passiert ist. Aber hier tut in regelmäßigen Abständen was Rot aufblinken. Hier ist alles also da, rot, ja. Dahinter lässt jeder mal ein bisschen Lack an der Mauer. Ja. Also wer hier mit spiegelnden Ziel kommt, war nicht schnell genug, definitiv. Mike Neumann ist auch beim Boxenstopp. Aber von Platz 1 bis 8 noch ohne Boxenstopp. Ja, vielleicht sind das jetzt wirklich die, die mit weichen Reifen oder mit nicht harten Reifen gefahren sind. Wir haben hier vier Sorten zur Auswahl. Und eventuell kann der Marius da schon recht gehabt haben. Ich glaube, da kam Neumann gerade aus der Box. Solange Jägermann fährt man auch noch. Habe ich denn eben gesagt, Rückgriff? Aber ich denke, doch. Es ist etwas früh für nur einen Boxenstopp. Ja, da müsste es jetzt, man muss noch beinahe eine Stunde fahren. Ja, ja, das sind jetzt die machen zwei Stopps. Die machen sind zwei, ja. Weichern Reifen. Ja, nee. Also ich glaube, ein paar 40 Minuten kommst du mit einer Tankfüllung. Okay, genau. So aus, als ob sie für ihn die Schale extra angepasst haben. Irgendwie sieht es komisch aus in dem Auto. Aber kann jetzt an der Perspektive liegen. Hat jetzt hier dieses Max Power irgendwas mit den Simpsons zu tun oder ist das hier steht das für was anderes? Kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, Thomas Patzke ist jetzt auch in der Box, genauso wie Heiko Scheuermann. Und ja. Daniel Kindern fällt jetzt wieder raus. Genau, das war ein Full Service mit fast 50 Sekunden. 45,5 Sekunden. Hier, der hat Sim-Reifen gewechselt. Hier sehen wir es bei Scheuermann, der war nur 22 Sekunden in der Box. Der hat definitiv keine Reifen gewechselt. Ja, jetzt noch Platz 1 bis 6 ohne Boxenstopp. So, gucken wir mal. So, Herrn Schaller. Ah, Jürgen Müller und Kassel Riemichen jetzt in der Box, wenn ich das hier richtig sehe. Moment mal.
ja doch, Erdschien 4,8, also knapp 5 Sekunden hinter Schaller. Also ich glaube, Schaller fängt jetzt schon an und verwaltet den Vorsprung, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber vielleicht hat Erdschien jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen... Ja, ich habe gehört, hat er 2 Stunden vorher angefangen zu trainieren, vielleicht hat er jetzt die nötige Streckenkenntnis, um hier auch schnell zu fahren. Von seiner... Ah ne, das letzte Runde, genau. Hätte schon gedacht, er wäre sonst auch 2 Sekunden knapp langsamer von der schnellsten Runde her als der Enrico Schaller. Mhm. Dann vorne Andrea Simon und Steven Zecher, die waren beide noch nicht in der Box gewesen, die sind weitergefahren. Das wollen wir doch auch mal für die Statistik festhalten. Andreas Simon, Cracksman, führt hier in Long Beach. Das ist doch mal eine nette Geschichte, oder? Das sieht man doch gerne. Ja. Es geht ja nur um die Abwechslung, dass es spannend bleibt, oder? Genau. Andreas, wenn du es jetzt noch schaffst, ohne Boxenstopp zu Ende zu fahren, dann kriegst du einen Orden. Oder wirst rausgeschmissen, das kann auch sein. Aber vielleicht ist er wirklich auf einer Einstopp-Strategie unterwegs. Ja. Ja, Steven Zecher hat auch in die Box gefahren. Naja, jetzt kommen wir aber schon in Zeiten, wo du, was Marius meinte, wo du mit ein bisschen sanftmütigeren Fahren es mit von der Spritmenge her mit einem Stopp schaffen könntest. Ja, in 4 Minuten haben wir halt Zeit, also jetzt sind wir dann schon etwa dort. Ja, genau. Ja, das ist jetzt so. Ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn man normalerweise ein bisschen pusht und hat dann für 45 Minuten Sprit, wenn man dann nicht so sehr pusht, dass man auch vielleicht 49 Minuten kommt. Also wenn er jetzt mal die Runde sowieso, müsste die Runde noch zu Ende fahren, jetzt werden wir das mal hier auf dem Auto bleiben, um mal zu schauen, ob er jetzt in die Box kommt, weil wenn er nicht reinkommt, dann weiß ich auch nicht, was dann. Aber... Er hat 42 Wundern. Sekunden doch, Vorsprung. Er kommt rein. Jetzt mal gucken, ob es nur einmal nachtanken ist oder auch mit Reifenwechsel. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Andi jetzt auch das alles so eingestellt hat, wenn er keine Reifen wechseln will, dass er das auch abgestellt hat. Weil sonst ist die ganze Strategie für die Katz. Ich will ihm das nicht unterstellen, um Gottes Willen, aber es wäre nicht der Erste, dem das passiert. Ja, dafür wäre sein Teamkollege der Dominik, das wäre eher so ein Fall. Okay. Jo, so sieht's aus. Geht nach 20 Sekunden wieder raus. Jetzt könnte er sogar die Führung behalten vor dem Carsten Riemchen. So, Riemchen kommt jetzt hier. Da hinten kommt Riemchen und Simon bleibt vorne. Eieieiei. Taktisch feine Geschichte. Definitiv. Aber ob er den Druck standhalten kann, das wird spannend. Ja, also ich würde mich total freuen. Er darf nur keinen Fehler machen. Ich denke, wenn man auch hier abbauende Reifen hat, dann kann man den Gegner noch hinter sich halten. Man darf halt nur nicht in die Mauer mit den abbauenden Reifen fahren. So viel in Sachen Rundungen, denke ich, ist Andi eher einer der entschlossenen Fahrer diesbezüglich. Das habe ich oft genug bei uns erlebt. Oh! Dagegen geht er geradeaus. War das Erdschien? Es war ein schwarzer Porsche, ja. Ja, der wird hier rot angezeigt. Position 18. Jo, da flogen Reifen. Hier, das gucken wir uns nochmal an. Hier, guckt ihr das an. Völlig verbremst. So, hat der vorher schon einen Reifenschaden gehabt? Weil hier hat, zieht er schon lange bereits Stück hier links. Und nein. Relativ früh. Ja, jetzt bremst er hier und ja, das war wohl deutlich. Da ist ja auch, selbst der LMP bremst ja schon. Also, da ist er auch erst in die Eisen gegangen. Ja, und das geht hier, jetzt versucht das hier noch. Ja, und da verliert er natürlich alles. Ja, da war das Rad noch ran. Und jetzt geht's hier nochmal geradeaus.
Ja, ich glaube, der hat es halt mitbekommen, dass er das Rad verloren hat. Ja, oder ich denke mal, der Reifen war platt und dann halt beim Einlenken geht da nichts. Ja, ja. Vorne rechts war die Luft raus. Eieieiei. Was ein Drama. So. Oh nein, Herr Simon! Oh nee, so schmeißt man das aber nicht weg. Platz 2. Jetzt für Andreas Simon, Carsten Riemchen ist hier wieder durch. Aber da hat auch der Ferrari wieder die Lichthupe betätigt. Ich weiß nicht, ob er sich hat mit Andreas Simon, ob die sich da in die Quere gekommen sind. Nee, also Simon, ich habe das wirklich gerade ganz gut gesehen. Das war, hatte schon mit dem Überholmanöver zu tun, aber berührt haben die sich, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Lichthupe gab es eher für das Manöver an sich, aber berührt, glaube ich, war das nicht. Wir können es nochmal versuchen zu zeigen, aber nochmal ein bisschen schneller treffen. Nee, der ist hier ganz allein unterwegs, da war noch gar kein Ferrari in Sicht. Ja, der kommt jetzt hier oben erst um die Ecke, da kommt erst der Ferrari. Wofür jetzt auch immer die Lichthupe war, keine Ahnung. Aber wir sind wieder live. Ja, und Simon ist jetzt da wieder dran an Riemchen, aber gut. War Riemchen überhaupt schon in der Box? Ja, ne? Nee, doch. Ja, mittlerweile waren nur die GTs noch nicht in der Box. Die LFT war aber Riemchen hat Reifen gewechselt, definitiv. Das heißt, das dürfte für Andreas Simon sehr, sehr schwierig werden, an Riemchen dran zu bleiben. Zumal dahinter auch schon wieder Jürgen Müller kommt, der ja auch Reifen gewechselt hat. Also ich sag mal, ohne diesen Dreher jetzt hätte er die erste Position noch eine ganze Weile verteidigen können, weil es ist ja nun mal unheimlich schwer, hier über zu überholen. Und ja. Ja, mit ein bisschen Glück beim Überrunden, dann kannst du so einen Vorsprung halten, aber wenn du halt erstmal dran bist, dann ist es schwer. Ist klar. Aber wie gesagt, ich hätte, also dass er das Ding jetzt gewonnen hätte, das hätte ich jetzt auch nicht, wollte ich jetzt auch nicht vermuten, aber den ersten Platz noch ein bisschen rauszögern und vielleicht dann am Ende auch aufs Podest fahren, oh, gut, das ist auch jetzt noch nicht ganz ausgeschlossen, weil er ist ja immerhin noch Zweiter. Ja, Batzke hat 10 Sekunden Rückstand auf dem Führenden. Ab Platz 4. Platz 4? Batzke, ja. Ach so, jetzt. Ja, nee, also mein, jetzt erfährt er. Also so Podiumskurs durchaus noch. Ja. Möglich, genau. Jetzt sind auch die GTs, also der Enrico Schaller an der Box. Wunderbar, ist bereit auf dem Weg raus. Wo? Und momentan führt da Daniel Faber, der halt noch keinen Boxenstopp gemacht hat. Ja. Es sind noch drei. Das sind wirklich noch drei? Ne, 4 GTs noch, doch. Nee, Fram fährt raus. Fram ist in der Box, oder? Ja, der fährt raus jetzt alle. Mhm. Hat aber auch einen Full-Service gemacht, 47 Sekunden. Ja, Ercin ist raus. Eieiei, wie bitter. Zweite Nullnummer für ihn in Folge, also das macht dann auch richtig Lust, sich da nochmal zu motivieren. Ja. Wenn ich das hier richtig sehe, in dem Blitzpeak, dann ist er auch da. Ach doch, da ist er noch. Ja, doch, doch. Er ist schon noch da, aber. Ja. Ich glaube, er hat jetzt den Telefonhörer in der Hand und hat die Nummer von der Seelsorge gewählt. Also, das ist schon bitter. So, Riemchen. Und ich glaube, das ist immer noch das Spannendste, weil das ist hier, das sind die führenden drei der LMP-Klasse. Hier innerhalb von, ja, nicht mal einer Sekunde fahren. Von den reinen Rundenzeiten her ist der Jürgen Müller, glaube ich, der schnellste von den drei. Der ist auch bei seiner schnellsten Runde 7/10 schneller gefahren als der Carsten und der Andreas. Ja. Und ist hier auf der dritten Position, also ich denke, das sind ideale Voraussetzungen für jetzt ein paar schöne Runden zu sehen. Ja. Ich denke mal, der wird abfahren. Also wenn es passt, jetzt ist er ja richtig dran an Simon, dann wird er es wahrscheinlich auch versuchen, aber im Großen und Ganzen wird er erstmal abwarten.
Weil so wie es aussieht, kann ja 7 die Pace von Dreamichen gehen. Trotz der unterschiedlichen Strategie. So, das ist die Heckkamera von Andreas Simon. Sonderlich aggressiv aus von Müller. Ich glaube, der könnte echt zulegen, aber ja. Kann jetzt natürlich seine Reifen schonen und dann für den Schlussspurt noch entsprechende Reserven zu haben. Ja. Gut, ihm droht natürlich auch eventuell noch eine Strafe nach dieser Kollision am Anfang des Rennens. Ja, weißt du denn, was da passiert ist? Weil wir haben es ja gar nicht gesehen. Ja, das war doch der Auffahrunfall, oder? Nein, ich glaube, du hattest dann nur irgendwie gesagt. Ach so, die Situation meinst du? Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, weil, aber da, wo er die 3 Plätze verloren hat, das hatten wir doch, glaube ich, gar nicht gesehen, oder? Da war er doch auf einmal nur. Nein, das war ja auch später. Ich weiß nicht, wie der andere LMP-Fahrer. Ja, ja. Ich glaube, das war gegen Dirk Sude. Genau, ja. Ja, guck doch mal, wie der angefeuert kommt. Also der hält sich hier echt zurück momentan. Der sagt sich, ich habe nach hinten richtig Luft. Irgendwie 13 Sekunden auf Batzke. Batzke fährt von den runden Seiten in etwa die Zeit, die ich jetzt hier auch fahre. Also habe ich gar keine Not, hier zu pushen. Warte ich mal lieber ab, was die beiden hier vorne machen. Weil die nächsten Überrundungen kommen in Kürze. Und ja... Ja, ein weiterer Ausfall, Dennis Kiesling. Ja, ich hoffe, wir haben noch genügend Fahrzeuge nachher, damit wir die ersten 3 jeder Klasse interviewen können. Ja, es war ein LMP-Fahrzeug, da haben wir ja noch 16, also jetzt noch... Ja, also er ist vorbei und an die Borde leicht mit dem Heck am Reifen hängen geblieben. Am Reifenstapel, jetzt gibt es einen kleinen Stupser, aber das geht auch okay. Ja. So, und jetzt, wenn Andi Borde schlau ist, dann verwaltet er jetzt diesen dritten Platz und macht hier keine Zicken. Da müsste das Tempo jetzt auch noch mitgehen können. Ist ja immer noch Carsten Rienichen vorne und das ging ja bisher ganz gut. Ja, Daniel Faber jetzt auch an der Box. Damit haben wir wieder Enrico Schaller, Olaf Ness, Daniel Faber, Richard Fram, die Reihenfolge in der GT-Klasse. Mensch, das wäre ja ein Ding. Ich glaube, das wäre das erste Mal, dass ich den Olaf im Interview habe. So ein Ziel käme. Das mischt die Rangliste in der GT-Klasse wieder etwas auf mit einer Nullnummer der beiden führenden Teams. Ja. Da ist jetzt wieder Platz zum Aufholen. Ja. Ja, wir haben ja vorhin noch so ein bisschen im Warm-up noch so ein bisschen drüber spekuliert. So, jetzt gibt es den Angriff von, ja, und das war, glaube ich, ziemlich coole Nummer hier von Müller. Da frage ich mich echt, wie der diese Lücken sieht. Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Ich hoffe, wir kriegen einen Replay. Ja, das sieht gut aus. Hier geht er ran, zieht sich im Windschatten ran, setzt sich daneben und wir sind jetzt in der Zeitlupe, also die schalten nicht so langsam. Ja, und also da fliegen noch nicht mal Teile. Bremst sich hier mit stehendem Rad am Reifenstapel und am Gegner vorbei, also großartig. War aber irgendwie auch eine Frage der Zeit, oder? Nicht ganz so großartig, wenn dem Fahrzeug, das jetzt auf Platz 2 bist. Da stehst du da und denkst du, wie geht denn das, oder? Ja. Womit? Allerdings. Eine Haube. Ja.
Womit allerdings jetzt auch der Kampf um Position 2 wieder etwas spannender werden dürfte, weil dann sind Riemichen und Simon wieder, ja, mehr oder weniger beieinander. Aber jetzt schon gleich 2/3 Distanz, also durchaus möglich, dann demnächst noch eine weitere Welle Boxenstopps. An der GT2 das hat sich ziemlich einsortiert, also das ist die geringste Lücke, das sind 20 Sekunden, die der Olaf Ness hinter dem Enrico Schaller liegt. Ich denke, da wird uns im Sinn nachsehen, dass wir jetzt hier bei der LMP2-Klasse bleiben, da die GT2-Klasse ziemlich einsam unterwegs ist, auch wenn man versucht, die auch abends um ins Bild zu bekommen. Oh, irgendwie habe ich da eine orangene Front eines LMP-Fahrzeuges liegen sehen. Die könnte dem Frank Schuster gehören zum Beispiel, der hat Orangen. Der hat aber noch alles drin. Der ist dran. Ja. Vielleicht liegt die halt schon länger da. Wird nicht weggeräumt. Ja, hier in der GT-Klasse wird es wohl auch keine größeren Veränderungen mehr geben, wenn hier nichts passiert. Nichts Unvorhergesehenes passiert, also Unfälle. Da steht ein Rapier da hinten, der LMP. Hoppala. Ich habe da natürlich gerade nicht hingeguckt. Aufs Timing geschaut. Ja, die sind alle raus, also ich kann jetzt hier nicht wirklich was. Ne, der konnte wohl wieder weiterfahren, war ein Dreher nach der Haarnadel und der musste einfach den Verkehr passieren lassen, um dann wieder weiterzufahren. So, jetzt ist wieder so eine Situation hier. Kein Überholen möglich hier in dieser Passage und hinter einem GT festhängen und schon mit, somit sind beide LMPs natürlich ganz dicht beieinander, Platz 2 und 3. So schön, dass das auch auf so einer Strecke funktioniert, dass man hier immer noch nach ja, ziemlich genau einer Stunde Rennzeit hier solche Duelle noch sehen kann. Trotz einer Ausfallquote von 33%. Ja, ich denke, das dürfte der Rekord bleiben für dieses Jahr. Ja, es sei denn, man macht und man schiebt noch Surface Paradise ein. Aber eben, ich meinte mit den beiden übrigen Laguna Seekant Amerika dürfte das ja nicht mehr geschehen da. Nee. Das war dahin hier der spannendste Zweikampf auf der Strecke. Eben war auch noch Jens Potzka dicht hinter Daniel Butt, hat dann aber eine leichte Kollision mit einer Bande gehabt und liegt jetzt wieder 1,5 Sekunden hinter dem Daniel. Ja, sehen wir das. Gehen wir mal wieder auf Platz 3. Wie gesagt, es tut mir leid, also wenn jetzt die GT-Klasse sagt, ja, wir sind ja gar nicht im Bild, also sorry, die Abstände sind dort so groß.
Und wir haben hier noch ein schönes Duell. Also, Jens Potka fährt jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen näher ran. Jürgen Müller, neue schnellste Rennrunde, 1:11.060. Also über eine halbe Sekunde schneller wie der zweitschnellste. Ja. Ja. Nee, wo bei der Jens gibt's gerade nicht. 1:11.098 sogar. Ja, der ist noch 2,5 Zehntel zurück. Aber die direkt folgenden sind ein Stück langsamer. Ja, 6 Zehntel zurück, Carsten Remien, Andreas Simon, also von der Rundenzeit her, Andreas Simon, 7 Zehntel. Ja. Ja, und jetzt hat sich der Daniel Butt auch gedreht oder irgendwas ähnliches. Denn der Jens Potzke ist vorbei und der Thomas Patzke ist auch an ihm vorbeigekommen. Ja. Ich wollte auch ein bisschen mal das Bild schalten, wir waren ja gerade drauf. Ach nee, waren wir nicht. Blödsinn. So, dann gucken wir mal, ob wir von dem Daniel hier noch irgendwas zu sehen kriegen, aber wir haben hier wieder Lecks. Doch, hier sehen wir noch einen Schlagen. War hier in der Kurve, ja, da dreht er sich raus und geht mit der Front in die Bande und da. Kleiner Abweiser vorne, der geht verlustig. So, gehen wir wieder live. Ja, Thomas Patzke wird auch mit Beschädigung oder irgendwas gemeldet. Der wird auch über längere Zeit rot markiert und verliert Platz und Platz. Moment mal, der ist schon wieder weg. Ja, genau. Patzke steht hier. Patzke steht hier vom Reifenstapel. Wir schauen mal. Er steht schon eine ganze Weile hier, wie es aussieht. Ne, also da. Was macht er jetzt hier? Hat einen Motor aus. Ja, jetzt ist er raus. Eieieiei. Also, dein Tipp vorhin, Tobias, einfach ja, sich aus allen raushalten, hier zu Ende fahren, egal wie schnell. Das ist hier fast nicht nur gut Punkte abzufahren, sondern das ist schon fast der Sieg. Das ist natürlich auch immer schade, wenn so ein, also wenn man ja schon längere Zeit hier beim Simracing dabei ist, dann weiß man auch, wenn es in den ersten beiden Rennen nicht so gelaufen ist irgendwie, dann kommt wirklich so eine Strecke hier wie Long Beach, wo man nochmal, wenn man konstant durchfährt, hier Punkte sammeln kann. Das ist natürlich schade, wenn dann viele sich nach einem Rennen, das nicht so war, direkt entmutigen lassen und dann aufgeben oder aus der Meisterschaft aussteigen will. Man hat ja immer noch weiterhin die Chance mit, um eine Position weiter verbessern einfach zu können. Spaß zu haben. Einfach Spaß haben. Ich meine, wenn wir hier alle ganz viel Geld verdienen würden damit, dann wäre das ja auch okay. Ich kann es kurz noch nie nachvollziehen, wo man eine Rennserie nicht zu Ende fährt, wenn man sich dafür angemeldet hat. Nur weil man nicht so gut ist, nicht so gut unterwegs ist, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist, aber es ist nun mal so und ist schon sportlicher, wenn man das hat, auch durchzieht. Also ja, natürlich. Musste ich auch schon mit mir mit dem inneren Schweinehund kämpfen, in Rennserien, die halt einfach, oder wo du einfach einen Griff daneben getan hast mit der Fahrzeugwahl, aber naja, da muss man einfach durch. Aber das Charakterbild nennt man das. Ja, genau. Ich denke, der Marius Bert hat es ja eben auch ein bisschen angedeutet, also wenn du dann hier mitfahren kannst und kämpfst um die Spitze und dann ist es ja zählt der Augenblick eigentlich und dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn es jetzt in der Gesamtwertung nicht so gut läuft, wenn man ohne Teamkollege fährt, aber richtig. Den Spaß hat man ja trotzdem. So, Potschka kommt jetzt nochmal in die Box, 27 Minuten Verschluss. Schöne Kamera hier, muss ich mal sagen. Daniel Butt auch in der Box. Nein, der Carsten Riemischen, der wird den Andreas Simon nicht los, hat die. Da ist jetzt auch der Abstand überrunden schon unter einer halben Sekunde. Müller mittlerweile mit
um die 10 Sekunden oder 8 bis 10 Sekunden Vorsprung. Letzte Runde 1 Sekunde schneller wie Carsten und Andreas. Ja. Aber die beiden, die machen hier nach wie vor Spaß. Carsten Riemichen und der Simon. Der Raum in die Box, he? Ja. Das. Schauen wir mal, wie lange. An Reifen kann es eigentlich nicht gelegen haben, weil er konnte ja gut mithalten. Ja, aber hat sich wohl auch ausgerechnet, dass du eben mit einem Stopp nie nicht durchkommst. Und ja, mal sehen, wie lange er steht. Ah ja, wechselt aber Reifen. Ja, kann jetzt wahrscheinlich gewesen sein, dass er sagt, er wechselt jetzt nochmal auf die weichen Reifen. Mhm. Die harten hätten bis zum Ende nicht durchgehalten. Ja. Und dass er dann sagt, dann gucke ich lieber, dass ich noch viel Rennzeit habe, dass ich auch den Vorteil von den weichen Reifen ausnutzen kann. Ja, ja, dann müsste er jetzt irgendwann gleich loskommen. Den Sprit noch, ja, ja, genau, das war Reifenwechsel und Splash und Dash. Noch ein bisschen Sprit oben on top. Ja, verliert einen Platz. Ja, aber trotzdem. An Steven Zecher, ja, aber der wird eh noch reinkommen müssen, denke ja, ich. Ja, ja, erstmal abwarten wie die anderen noch. Ich meine, die müssen alle nochmal irgendwie in die Box. Glaube ich jedenfalls. War der Karten, nee, der Carsten war ja auch erst einmal drin. Und Carsten, also es ist halt die Frage, wer wie viel Verkehr hat jetzt im Moment, ja, oder wer jetzt pushen kann und wer nicht. Ja, richtig. Naja, Carsten war ja sogar in der Runde vor Andreas Simon in der Box, beim ersten Boxenstopp, also gehe ich mal davon aus, dass der auch nicht durchfahren wird. Boah! Hotschka hier vorbei an Pieper, das war aber eine Überrundung. Daniel nee. Jägermann sprengt mal wieder sämtliche Namensformularfelder. Und der LMP2-Klasse ist auch Marcel Habermann ausgeschieden. So, Enrico Schaller, wollen wir mal wieder ein bisschen hier hinten was zeigen, wenigstens von den GTs. Olaf Ness auf der Position 2. Thomas Batzke ausgefallen, auf der 3 Daniel Faber, auf der 4 Richard Frahm. Ja, und das war's dann auch schon, wir haben noch ganze 4 ETs. Uiuiui, wer steht hier? Jens Potschka. Guckt ihr das an, der Müller hat schon 10 Sekunden rausgefahren, das für mich. Übernehmt ihr mal ganz kurz, ich muss mal eben weg, leider. Hey. Na, dann dürfte es jetzt spannend werden, wer von den führenden Fahrzeugen hier zu welchem Zeitpunkt die Boxe anfährt. Müller bleibt mal vorerst draußen. Simon hat noch einen Platz verloren auf der Strecke an Mike Neumann oder in der Boxenausfahrt dann.
Und auf dem Zeitmonitor, da blinkt es im Moment in regelmäßigen Abständen rot. Wir gucken dann immer, ob der Name, wissen ja genau hier, das war Steven Zecher, war jetzt auch längere Zeit ein paar Mal rot. Und der scheint auch was verloren zu haben, oder täuscht das nur, dass das die Haube auch schwarz ist, aber hat ein Problem beim Bremsen. Ja, da fehlt weiter, da ist die Fronthaube weg, ja. Er muss zwar eh reinkommen für den Boxenstopp, aber jetzt natürlich mit deutlich langsamerem Speed und viel längerer Standzeit. Ja, und hier kriegt man das Ding kaum um die Ecke. Ja, hatte der Daniel Farb noch Glück gehabt. Der Jürgen Müller wird jetzt mit einem leichten Einschlag angezeigt, aber ich denke, fährt weiter. Ja. Andreas 7 wieder auf 4, Rennspots K wieder auf 5. Beide schon zweimal in der Box. Jetzt hat es auch in der LMP-Klasse im Moment ein bisschen sortiert, sind jetzt noch mehrere Fahrer in der Box. Ich denke, wenn diese Runde von den Boxenstopps abgeschlossen ist, können wir mal kurz durchs Feld blättern, machen mal einen Gesamtstand. Ja, momentan noch ziemlich durchmischt. Also Platz 1 bis 3 noch nicht ein zweites Mal in der Box. Mike Neumann an die Box in dieser Runde. Na, damit Andreas Simon nochmal auf Platz 3. Hat aber dann auf den zweitplatzierten 60 Sekunden Rückstand. Und dich relativ dicht hinter ihm, Jens Potzka. Also in etwa 3-4 Sekunden. Das zeigt es mal wieder an. Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir wird nämlich auch hier auf 15 Sekunden der Abstand angezeigt. Wir haben Mike nochmal in der Box ein bisschen durchgereicht. Steven Zecher mit einer langen Standzeit. Dominik Pieper steht jetzt hier in der Box. Oder wurde der als ausgefallen angezeigt? Gemäß meinem Zeitmonitor noch unterwegs. Ja, genau, da sehen wir auch hier und dahinter Heiko Scheuermann. Also entweder geht jetzt der Zeitmonitor schneller als hier dieses Bild, da wird nämlich Heiko Scheuermann. Nein, aber der Dominik Pieper liegt doch normal von. Das wird ja jetzt über Hohmanöver nochmal gezeigt. Ja, jetzt ist er vorbeigefahren. Noch immer die beiden ersten noch nicht in der Box. Jürgen Müller, Carsten Riemichen. Dann Platz 3 Andreas Simon, 4 Jens Potzka, beide schon zweimal in der Box. Es sind jetzt noch insgesamt 17 Fahrer im Rennen, davon 4 GT2-Fahrzeuge und 13 LMP2-Fahrzeuge. Momentan Jürgen Müller und Andreas Simon mit einer 1-11er-Runde. Ja, und jetzt schauen wir mal gerade auf den Andreas Simon, weil wir sehen, dass der Carsten Riemchen in die Box gefahren ist. Da können wir mal hier drauf bleiben.
Ups. Wieder da. Oh, ihr seid im Replay. Ach, daher. Ja. Das waren die Lags. Ich glaube aber, das war ich, weil ich habe zwischenzeitlich versucht, etwas zu schreiben und habe aus Versehen die falsche Tastatur erwischt. Kann gut sein. Okay, wir hatten uns schon gewundert, dass der Zeitenmonitor in die Zukunft geblickt hatte. Ja. Ja, Andi 7 jetzt vorbei nach Carsten Riemichen. Nach dessen Boxenstopp Jürgen Müller noch ohne zweiten Stopp. Ja. Aber wir sehen es auch hier auf der Strecke, der Abstand zwischen dem Carsten und dem Andi sind jetzt 1,2 Sekunden wieder hier angezeigt, hier mit 1,3. Da wollen wir mal die Daumen drücken, dass der Andi jetzt nicht nochmal so einen Quersteher hat beim Rausbeschleunigen, genau, sondern hier sauber durchfahren kann. Ja. Also hier vorne sehen wir, hier ist jetzt ein Auto von Carsten Riemichen und da vorne sehen wir den Andreas fahren. Da war jetzt noch eine Überrundung dazwischen. Ey, ist das Dominik Pieper? Ja. Ja, oder Frank Schuster. Nee, es ist Dominik. Ja, Dominik, genau, haben beide eine weiße Motorhaube. Nee, der von Frank ist viel mehr orange. Ja, ich sehe das nur das Grün und dann weiß ich sofort Dominik. Aber er lässt ihn hier auch anschlusslos vorbei. Man hätte ja jetzt so ein bisschen, ne? Ja, ich fahre ja auch mal ein Rennen, ne? Tut mir leid, dass es nicht gleich vorbeigekommen ist. Ja, wir sind ja nicht Ferrari, von daher. Ja, genau. Vielleicht ist auch das Reisgeld nicht ganz so hoch, das kann ja auch da dran sein. Natürlich wollen wir auch sagen, also wenn ich schon der Joe jetzt mannschaftsbedingt dem Andi die Daumen drücken, also die Vortex-Zuschauer, ja, die drücken natürlich dem Carsten die Daumen nochmal, dass der Andi irgendwie noch so einen Quersteher einbaut, damit er dann an ihm vorbeikommt. Zu jedem. Jeder, der hier vorne mitfahrt, hat eine gute Leistung hingelegt und hat's verdient. Ja. Hier auch mal wieder zwischendurch den Führenden der GT-Klasse Enrico Schaller. Oh, Olaf Ness. Olaf Ness auf Platz 2. Ich bin schwer begeistert. Also drei Ferraris hier im Front. Ja, wobei der Daniel Fahrer auch aufgeholt hat. Also sind nur noch 2 Sekunden drin, die beiden. Ja. Wir sehen es hier gerade in der Abstandsanzeige. Wir haben aber noch 13 Minuten zu fahren. Und der Olaf fährt fast eine Sekunde langsamer pro Runde. Und der führende Jürgen Müller ist in der Box. Vorher noch eine 10-7 gefahren als schnellste Runde. Ja, also aber nur 11 Sekunden gestanden. Also der bleibt vorne. Und hier kommt Andi Simon. Aber der kann den Ursprung auf Carsten Riemichen verwalten bisher. 1,5 Sekunden nach wie vor. Hat natürlich auch frische Reifen drauf, oder? Ja. Hat aber auch ein bisschen wahrscheinlich mit den Überrundungen zu tun. Ich weiß nicht genau, wie lange, wenn er wirklich Weiche raufgezogen hat, wie lange die halten. Weil er war, glaube ich, bei 24 oder 25 Minuten Restzeit war in der Box. So, dann gehen wir nochmal zu Daniel Faber. Und der sieht seinen Kontrahenten jetzt da vorne aber schon wirklich gut. Upsala. Hier fährt Olaf Ness, der bisher Zweitplatzierte, oder noch Zweitplatzierte, aber ich würde es ihm schon wünschen, dass er das auch auf dieser Position zu nach Hause fährt. Um Richard Fram auf Platz 4, also wenn er da bleibt, dieser Platz, also ja, wenn er nicht noch vor Daniel Faber kommt, das wird schwer, weil er ist eine Runde zurück.
Ja, dann ist das auch ein vierer, vierter Platz, weil hinter ihm fährt keiner mehr. Ja, da sieht man auch hier wieder in der Wertung so ein großer Vorsprung für ein Team vorneweg. Jetzt zwei Nullrunden. Dieses Mal auch das zweitplatzierte Team eine Nullrunde. Also da ist vor Ende Meisterschaft nichts wirklich gegessen. Oh! Ja, das war Ness. Oh, lass es. Ja. Nein, nein, nein. Wir haben vorhin noch drüber gewitzelt. Wenn ich ihn zeige, dann macht er irgendeinen Mist. Und das hier gibt einen Boxenstopp. Oder obwohl, der Splitter ist noch dran, ne? Ja, der Splitter ist noch dran. Also es könnte sein, dass er hier noch, dass er nicht nochmal in die Box muss. Doch, das fährt sich scheinbar noch relativ vernünftig, ja. Ja, und ich sag mal, ja, Jan Frahm ist Runde zurück, also da muss er sich nur keine Sorgen machen. Ja gut, wir gehen jetzt mal weg von ihm, damit das hier nicht mehr Trouble gibt. Und gehen mal hin zu Carsten Riemichen, weil jetzt wird der Vorsprung schon ein bisschen knapper. Ja, Moment, das engste Duell abstrecken. Ja. Aber Olaf Ness, können wir noch gerade erwähnen, fährt in die Box. Also war da auch ein bisschen, wobei wenn er eine Runde Vorsprung hat, dann ist es ja eigentlich egal, was er macht, ob er mit dem Schaden weiterfährt ja. Oder in die Box fährt. Also ja. Naja gut, wenn er in die Box fährt, dann kann er jetzt einigermaßen sicher sein, dass er den Rest der Zeit mit dem Auto noch vernünftig im Kurs kommt. Noch einen weiteren Unfall riskiert. Durch die Beschädigung. Wir sehen jetzt auch hier im Bild, der Abstand ist noch mal ein bisschen größer geworden zwischen den beiden, also der ist ziemlich stark am Pendeln. Also der Carsten hat irgendwo einen leichten Quersteher drin gehabt, der ist jetzt noch mal hier auf 2 Sekunden zurückgefallen ist. Simon fährt seine beste Rennrunde. 1:11.286 und der Abstand um die 2 Sekunden wieder. Und noch etwa 7 Runden zu fahren. Und Jürgen Müller hat jetzt alle bis auf den Viertplatzierten schon überrundet. Also, ja, der ist heute wirklich gut drauf. Auch der Einzige, der eine 1:10er Runde als schnellste Rundenzeit da stehen hat. Alle anderen sind im niedrigen 11er Bereich. Noch passiert. Fürchte mal, Riemchen gelingt das nicht. Da nochmal vorbei. Oh, da so auf gar keinen Fall. Ich denke mal, das war's jetzt auch. Jetzt haben wir den letzten Zweikampf auch noch verloren. Ja, momentan sind etwa 8 Sekunden Abstand jetzt hier. Ja. Der Olaf Ness ist, denke ich, auch wieder zurück auf der Strecke mit guten 40 Sekunden Vorsprung immer noch vor Richard Frahm. Ja. Also immer noch auf Podiumskurs. Ja, ja. Schauen wir mal. Also wollen wir hoffen, dass die restlichen 6 Minuten 25 hier da noch problemlos verlaufen. Ich bin gerade mal. Also wie scheint hat der Carsten keine größeren Schäden am Auto erlitten nach seinem Dreher.
Aber von der Rundenzeit her gute 7 Sekunden eingebüßt in dieser Runde. Ja. Ich meine, 12 Ausfälle. Also wir nähern uns so fast der 50% Marke. Das ist... Boah, das ist heftig, aber gut. Und Startkurs, und vor allem dieser hier. Also ich glaube, Detroit ist damit noch zu vergleichen. Da gibt es, glaube ich, auch so eine Mörder-Betonpiste. Ja, oder Trarrière. Wo du da ja den Hang runterkommst und dann die ganz scharfe Links damit. Die ist brutal. Also da, gut, da muss man halt sagen, okay, so eine Piste fordert ihre Opfer, das ist keine Frage. Und dann vor allem mit doch relativ vielen Autos in zwei Klassen. Also da ist natürlich extreme Präzision gefragt. Und ja. Ja, ich denke, es gibt halt Rennfahrer, die können, sag ich jetzt mal, bei 97% hier ihre Runden drehen. Und andere, die können es nur mit 100. Und wenn du halt mal 1% drüber gehst, dann ist das Auto kaputt. Und bei 97% bist du halt immer noch nicht in der Mauer. Und auf einer normalen Rennstrecke, na, da fährst du mal über den Körb oder mal durch eine kleine Wiese, passiert nicht viel, aber hier ist halt dann je nachdem gleich Schluss. Oder? Ja. 10 Sekunden Vorsprung von Andreas Simon auf Carsten Riemichen. Das ist fast ausgeschlossen, dass da noch was passiert. Einzig durch Fahrfehler könnte sich der Abstand noch verändern. 4 Runden noch zu fahren. Ja. Und hier haben wir den führenden der LMP-Klasse. Und hier das haben wir den führenden. Das war eine ganz souveräne Nummer irgendwie vom Jürgen Müller. Also, der hat zu keinem Moment Zweifel dran gelassen, dass er das heute nach Hause fährt hier. Ja. Und auch nicht fehlerfrei. Also, auch der hat 2 Schnitzer gehabt, hat sich aber immer wieder nach vorne kämpfen können. Und auch strategisch gut gefahren, also mit seinem Splash und Dash hier zum zweiten Stopp. Allerdings vom Fahrerischen her muss man sagen, Andreas Simon mit seiner Strategie, also ich glaube, die Position hat er auch zu einem guten Teil seiner Strategie zu verdanken. Ja, und tut der Serie nur gut, wenn man da immer mal wieder einen anderen Namen liest, ganz vorne. Definitiv. Ich glaube, der Müller hat jetzt wirklich auf richtig hohen Gang umgeschaltet. Also er fährt jetzt 2 Sekunden langsamer als seine schnellste Runde. Der lässt jetzt auch nichts mehr anbrennen. Ja, soll er machen. Aber ist trotzdem noch drittschnellste Rundenzeit, oder? Ja. Ja, also der hat hier irgendwie über 30 Sekunden Vorsprung. Ja, da riskierst du vor allem Überrundungen und so nichts mehr, das ist ganz klar. Ja. Der ein oder andere Rennfahrer schon aus so einer Situation dann mal ins Kiesbett gefahren. Wenn es dann einfach zu routiniert wird. Der Potzka, der hat glaube ich nochmal einen größeren Einschlag gehabt, ist jetzt nochmal in die Box gefahren. 2 Minuten vor Schluss verzichtet man da ja lieber drauf. Aber wenn du halt noch einen Reifenschaden holst dabei, dann musst du an der Box. Ja, zumindest wenn der Verfolger noch in derselben Runde ist, ja. So, Daniel Butt auf 4, auf 5, Mike Neumann auf 6, Daniel Lange-Jägermann. Der ist jetzt eben von Bayern Jens, ja. Ja, Stevens sicher. Ja, Potschka auf 8, kommt hier aus der Box. Ja, und bleibt auch auf 8. Das war ein Überrundeter, der eben an ihm vorbei ist. Auf der 9 Heiko Scheuermann. Auf der 10 Dominik Pieper. Platz 11 für Daniel Kilian. Und Platz 12 für Frank Schuster. Auf der 13 haben wir noch den Andi Borde. Und dann kommen wir zur GT-Klasse. Platz 1 Enrico Schaller. Platz 2 Daniel Faber. 3 Olaf Ness. Platz 4 Richard Fraben. So ist momentan die. Hier sind die Positionen, das wird auch so bleiben. Ja, die Abstände sind 55, 66 und 44 Sekunden. Sehr schön.
Die sind gleichmäßig über die Strecke verteilt. Ja. Jürgen Müller jetzt aber wieder lang zugelegt, fährt wieder eine 1.11.8, genau wie Andi Simon und eine 1.12.6 von Carsten Riemich. Ja. Ups, da flog schon wieder eine Motorhaube und das ist hier Daniel Lange-Jägermann, der verloren hat. So, noch. Der fährt jetzt nochmal hier über Stuttgart. Nee. Ja, Jens Potzka hat eben Zecher wieder überholt. Ja, der scheint auch irgendein Problem gehabt. Jungs, Jungs, Konzentration, sind noch Zeit, die Summen ins Ziel bringen. Genau, noch läuft aber das Rennen, der Führende ist noch nicht über Start und Ziel. Da stand auch einer in Front, oder stand der schon in der Box? Konnte ich jetzt auch nicht genau sehen, aber so, ich denke mal, wir können sagen, herzlichen Glückwunsch an Jürgen Müller hier, No Limit Motorsport gewinnt hier dieses denkwürdige Rennen vor Braxman mit Andreas Simon und Vortex mit Carsten Riemichen. Auf, nee, dann geben wir erstmal. Wo ist er denn, der Enrico? Da, der warbt hier durch die Gegend. Andi Simon zum Ziel. Und auch Carsten Riemchen. Bis Platz 4 alles überrundet, nur die ersten 3 innerhalb einer Runde. So, herzlichen Glückwunsch an Enrico Schaller zum Sieg hier in der GT. Irgendwie genauso so eine Vorstellung wie in der LMP-Klasse vom Sieger. Ja, genau. Genau, vor Daniel Faber und auf Platz 3 dann Olaf Ness. Na, da freue ich mich aufs Interview jetzt. So, und Richard Fahm wird dann noch Vierter in der LMP. Wurde Daniel Butt vor Mike Neumann. Auf der 6 dann Daniel Lange-Jägermann, Jens Potschka 7. Steffen Zecher 8er, 9. Heiko Scheuermann, 10. Dominik Pieper, Daniel Kilian 11. Platz 12 für Frank Schuster, 13 Andi Borde. Ja, und der hat da auch nochmal seinen Krempel da abgelegt. Ja, Junge, Junge, was ein Rennen. Ja, also durchaus spannend bis zum Schluss wieder, oder bis 10 Minuten vor Schluss zumindest. Trotz den vielen Ausfällen immer noch genügend Action auf der Strecke und ja, hat einmal mehr Spaß gemacht. Definitiv, war auf alle Fälle ein sehenswertes Rennen und ja. Ja, bin mal auf die Gesamtwertung nach dem Rennen gespannt, wie viel sich jetzt dadurch verschoben hat. Könnte ich jetzt ja, vor allem wie die Abstände jetzt in der Meisterschaft sind, ja. Ja, genau, kommt mal leider nebenbei, wir haben da keine Crew, die hinter uns sitzt und uns den Stand dann rüberreicht, genau. Müssen wir selbst rechnen und ich glaube, da verzichten wir besser drauf. Ja, ja, bevor wir da irgendwelchen Unsinn rausgeben. Genau, Andi lässt nochmal reparieren. Nee, doch nicht. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, jetzt wird's hier... Werden wir hier so langsam, oh, da kommt eine Stimme, die, ja, die kenne ich ja gar nicht in dieser Veranstaltung. Und die freut mich umso mehr zu hören. Mein Stan Daniel. Ja, genau, na logisch, wenn sonst. Ja, und oft kommt oft, ne? Ja, 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 ja. Ja, du, warte mal, jetzt sei mal nicht so aufgeregt, noch bist du nicht dran, mein Lieber. Ja, obwohl wir haben, doch,
Wir haben die beiden, die drei GT-Fahrer haben wir da. Ja, doch, dann bist du doch dran, mein lieber Olaf. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Muss ja, ehrlich danke, sagen, danke, ich freue mich sehr, dass du den zweiten Platz verloren hast. Lag natürlich an mir, weil ich war wieder auf dir drauf, als du dich gedreht hast. Und, das habe ich mir gedacht. Und der hat nämlich da hinten mir so einen komischen Hieber gegeben. Da, naja, da war kurze Unkonzentriertheit. Also das war meine Schuld. Ja. Ja, also nichtsdestotrotz, ich meine, es war eine extrem hohe Ausfallrate, aber du warst von Anfang an, also wo noch alle dabei waren, warst du auch auf Platz 4 unterwegs. Hätte es unter normalen Umständen auch für ein Podest gereicht, oder was? Aber ich glaube nicht. Also da vorne, der Enrico und der Markus Breusch, die waren dermaßen schnell, dann war dann noch Daniel, also da ist ja eh ein bisschen schneller als meine Wenigkeit. Und da war ja eigentlich noch Stefan vor mir, der Stefan Bäumer, aber ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Er hat sich irgendwie vor mir gedreht und dann war plötzlich DNF da, weiß ich jetzt nicht, was da passiert ist. Hm. Also vielleicht Platz 4, aber ich wäre auch mit Platz 5 zufrieden gewesen, ganz ehrlich. Aber jetzt Platz 3, muss ich mal sagen, freue mich wie sich ein Kind. Das ist seltenst und das legt mir jetzt mal einen Rahmen, ne? Einen Rahmen, genau. Ja. Das ist eine gute Idee. Mach ich jetzt einen Screenshot, ne, damit mir das auch jemand glaubt und dann. Ja, das können wir, ich meine, ja, gab's ja aus dem Leak-System da heraus. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich habe ein, zweimal im Stream gesagt, also auf das Interview freue ich mich, dich hier zu haben. Und ja, coole Nummer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zu Daniel. Daniel, ich bin, den zweiten Platz hast du so ein bisschen geerbt durch den Fauxpas von Olaf, aber du warst kurz vorher schon bis auf 2 Sekunden ran. Und ich würde mal behaupten, du hättest ihn vielleicht noch bekommen. Also erzähl mal. Ja gut, also wie gesagt, wir hätten auf jeden Fall noch die Position getauscht, allein dadurch, dass Olaf noch mal hätte reingemusst und ich konnte durchfahren und naja. Also bisschen, das war... Ist ein bisschen doof gelaufen zwischenzeitlich, hat dann noch mal einen Dreher drin oder beziehungsweise einen kleinen Fauxpas mit dabei, wo dann die Schürze weg war und dann kam dann doch noch mal ein Stop dazu. Ja, aber im Großen und Ganzen Platz zufrieden, oder? Drei, ja, Platz 2 und 3 kann man, denke ich mal, nicht klagen, oder? Ja, denke ich mal. Das, also hier heute in diesem Rennen 2 Autos ins Ziel zu bringen fürs Team und dann auch noch auf dem Podest, denke mal, dass es sind 4 angekommen. Also 1 wäre auf alle Fälle auf dem Podest gewesen. Aber nichtsdestotrotz, coole Geschichte und ich denke mal, großartig. So. Und Glückwunsch zu diesem zweiten Platz. Kommen wir zu Enrico. Bevor ich jetzt abgebe, dann die LMPs, würde ich dann euch machen lassen. Matthias und Leo. Enrico. Ja. Ja. Dass ich dich mal interviewe, das hätte ich mir so ordentlich träumen lassen. Ich finde es auch immer ganz toll, mal auf der anderen Seite zu sein. Ja, ne? Also, großartig. Enrico, eigentlich vom Start weg, ziemlich klare Geschichte. Du hast auch den nicht? Ich fand schon. Nein. Also, ich sage mal, strategiemäßig hatte ich wenig Spielraum und das Wichtigste für uns war eigentlich heute ganz vorne zu stehen nach dem Qualifying und das hat auch geklappt. Soweit dann halt das Ding mit dem Markus, der da irgendwie mit dem kaputten LMP ein bisschen in die Quere kam und dabei in den Reifenstab gerutscht war, hatte ich auch ein bisschen Glück, dass er mich nicht mitgenommen hat. Ja, und dann kam eigentlich das, wo ich Angst davor hatte, nämlich, dass der Daniel ohne Reifenwechsel durchkommt und vor mir aus der Box kam und genau der Fall ist eingetreten. Und mir blieb nichts weiter übrig, als wirklich den Angriff dann zu setzen in der Runde drauf, was ich auch gemacht habe. Ich habe mir jetzt die Szene noch nicht wieder angeguckt, aber das Ende vom Lied war eigentlich, dass wir beide irgendwo quer auf der Strecke in der ersten Kurve standen. Mein Gefühl war zwar, dass ich daneben war, ich weiß es nicht. Ich muss mir es nochmal im Replay angucken. An der Stelle, falls es mein Bock gewesen sein sollte, dann ja, sorry, aber, ich weiß es nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, war denn Daniel jetzt dein favorisierter Gegner? Weil ich hätte das eher jetzt so in Richtung Jonathan Erching gesehen und den hattest du eigentlich ganz gut im Griff. Ja, das heißt gut im Griff. Ich meine, der Daniel war schon mein Gegner, weil der Daniel eine Strategie fahren konnte, die ich nicht fahren konnte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich hatte nur diese eine Möglichkeit, weil ich hätte nicht weiter pushen können, sonst hätte mein Sprit A bis zum Schluss nicht gereicht. Deswegen habe ich auch praktisch nach dem Boxenstopp ein bisschen auf Spritsparmodus fahren müssen.
Und aus eigener Kraft kommst du normalerweise nicht vorbei. Und deswegen musste ich diese Chance nutzen und das habe ich auch versucht. Es war halt nicht so wie geplant, ging es halt dann nicht aus. Aber ja, wie gesagt, das muss ich mir auch nochmal angucken. Und dementsprechend war auf jeden Fall vom Daniel heute wieder eine super Leistung. Und ich glaube, es wäre eine richtig heiße Kiste gewesen zum Schluss. Ja, gut, da Daniel aber nichts dazu gesagt hat, oder Daniel, willst du noch kurz darauf antworten? Ja, wie gesagt, aus dem Cockpit kann ich das jetzt auch schwer beurteilen. Das Thema war halt, denke ich, das Problem, dass da noch ein LMP mit dabei war. Das heißt, wir sind dann irgendwie zu dritt in diese Kurve rein und dass das nicht gut ging, dachte ich mir schon irgendwie, wo dann zwei Stück sich eben dran gesetzt haben, aber wirklich wegbeamen konnte ich mich da auch nicht, zumindest aus der Cockpit-Sicht und von daher ja. Schauen wir uns das nachher nochmal an. Naja, klar. Aber also klingt ja erstmal alles soweit versöhnlich und ja. Leo, willst du erst, oder? Ja, das kann ich gerne machen. Also, mal Gratulation ans gesamte Podium beider Klassen noch von mir und beginnen wir auch den Drittplatzierten beim Carsten. Das war ja über einen großen Teil vom Rennen eine ganz enge Sache mit dem Andi Simon, ne? Ja, erstmal Glückwunsch an Andreas und Jürgen natürlich. Ja, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe beim letzten Boxenstopp einfach 25 Liter zu viel Sprit drin genommen. Der liegt auch jetzt noch über. Und das war Gäse, wir wären dann gleich vor Andreas rausgekommen. Und dann habe ich es mit Gewalt versucht. Und dann habe ich natürlich immer weggeworfen. Und dann dachte ich, ne, ruhig lang hin, Platz 3 behalten und gut ist. Aber ich sag mal, der Jürgen, der war jetzt nicht der Schwarm. Der war ja von den Zeiten her. Schauen wir da einen Hut ab. Welche Reifen bist du jetzt gefahren? Das ist immer so ein bisschen das Rätselraten für uns während dem Rennen. Wer wechselt wann, wer fährt wann hart oder weicher oder wie auch immer. Nein, ich bin hart gefahren. Ich dachte eigentlich, ich komme zu einem Rennen durch, aber mir hat dann doch so 3-4 Runden an mir gefehlt und deswegen habe ich dann letztes Mal gewechselt und habe dann Soft gemacht. Das war dann auch schon, sag ich mal, nicht so dolle gelaufen. Ich weiß nicht, warum eigentlich sollten sie halten, aber heute haben sie mich verlassen, die Reifen. Es hat hier mit auch mit den verschiedenen Oberflächen nicht ganz einfach. Platz 2, Andi Simon, zum ersten Mal jetzt auf dem Podium. Herzliche Gratulation. Ja, danke schön. Auch herzlichen Glückwunsch an den Erstplatzierten Jürgen Müller und an Carsten. War ein schönes Rennen. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich auf 2 fahre. Ich bin ja auf 7 oder so gestartet. Und ja, irgendwie kam ich dann immer noch etwa nach vorne, weil ich ja vorsichtig gefahren bin. Ich hatte das Auto ganz weich abgestimmt, damit das halt einfach zu fahren ist. Ja, das hat dann irgendwie auch geholfen. Ich bin dann so bis auf den 4. Platz gefahren, hatte dann meinen ersten Boxenstopp, hatte die Reifen nicht gewechselt. Ich bin dann am Anfang auf 8. Reifen gefahren. Ja, und dann war ich irgendwie auf einmal Erster. Den ersten Platz konnte ich dann ja 3 Runden halten, bis ich mich dann in der letzten Kurve weggedreht habe. Ja, und dann war ich Zweiter hinter Jürgen und vor Carsten und dann glaube ich gesehen im Stream, war das ein richtig tolles Duell. Ja, bitte? Ein Dreikampf. Und ja, dann war ich irgendwann Dritter durch Überrundungen. Und ja, dann sind mir irgendwann die Reifen ausgegangen. Ich habe als erst gedacht, ich kann mit den harten komplett durchfahren. Aber die haben sich dann zu stark abgenutzt. Ja, dann war ich erstmal wieder Fünfter, konnte dann wieder auf den 3. Platz vorfahren. Und als ich dann meinen letzten Boxenstopp gehabt hatte, war ich dann kurz vor Carsten. Ja, diesen ganzen Kampf darfst du ja gern noch dann im Down und anschauen. Bist du also einer der den Stream nebenbei laufen hat? Weiß es nicht. Ich denk's mal. Das war jetzt also, mein lieber Freund, ich glaube, ich habe nicht richtig gehört. Ja, na gut, also wenn es gut gegangen ist, ist es sehr schön. Ja. Ist ja nicht der Einzige. Und ja, vermutlich. Jetzt zum Sieger der LMP-Klasse und Gesamtsieger vom heutigen Rennen, Jürgen Müller. Das war eigentlich ganz schön eine dominante Vorstellung, zumindest von außen gesehen. Ja, dankeschön. Ich kann mal verraten, bis kurz vor 7 Uhr hatte das überhaupt noch nicht so ausgesehen. Dabei wäre ich froh gewesen, dass ich überhaupt ins Ziel komme. Deswegen Dankeschön ans Team. Wir haben da noch eine Änderung vorgenommen, die mir doch sehr, sehr entgegenkam. Das Heck wurde bedeutend ruhiger und ich konnte früher als die Kurven beschleunigen, konnte auch später bremsen, was mir bei ein, zwei Überholmanövern
zugute kam. Beiden gingen natürlich auch dann schon noch nach unten. Und deswegen, wie gesagt, auch ein Dank ans Team. Und natürlich auch mein Trainer, der mich hier doch schon sehr überwacht. Das ist mein Junior, manche kennen, die meisten werden kennen, das ist Michael Müller. Und ich war dann ab 7 Uhr nochmal auf unserem eigenen Server und habe das nochmal ausprobiert und es war dann ein ganz anderes Fahren. Das Rennen war, ja, die Quali war okay, war gut. Im ersten Sektor habe ich mal, glaube ich, mal ein bisschen zu viel die Blumen rechts angeschaut. Da habe ich den Ausgang ein bisschen verhauen im ersten Sektor. Aber die Runde war gut, dritter Platz war okay. Und das Rennen passten und es war wirklich der erwartet harte Gegner. Und das auch mit Marius, das war doch schon ein bisschen sehr verwirrend, als er da vor mir hinher gesprungen ist, aber das hat sich ja dann auch erledigt gehabt. Das Rennen verlief dann, bis auf meinen Verbremser in der Führung liegen, doch Ende der Stadt am Ziel. Und dann klappt diese eine Szene, da muss ich mich entschuldigen, mich gleich mal an. Ich weiß nicht, wer es war, ein Porsche war es, glaube ich. Da waren beide spät und rechts war noch ein GT und ja, ich habe ein bisschen nochmal gestupst. Aber ich sag mal auf jeden Fall Entschuldigung, ich muss das im Stream nochmal, also im Drehblende mal anschauen, was da genau war. Ansonsten, wie gesagt, war es ein relativ problemloses Rennen. Bis auf der Dreikampf, der war wirklich gigantisch gut. Es waren tolle Gegner, richtig klasse Gegner, das war sowas gerne wieder. Dafür, dass ich Straßenkurse eigentlich absolut hasse, war das für mich heute mein absolut bestes Rennen, was ich, glaube ich, bisher in meiner Simrace-Karriere gefahren bin. Ja, erster Platz, kann ich natürlich mehr als zufrieden sein. Ich hätte es nicht erwartet. Also ich wäre, wie gesagt, froh, wenn ich ins Ziel gekommen wäre. Enrico in der GT1, erster, genauso wie vor ein paar Wochen. Ja, was will man mehr? Ich bin absolut, absolut happy und werde jetzt erstmal eine Weizenkaltschale einwerfen, weil ich bin noch so angegangen, dass ich sie mal brauche. Eine Weizenkaltschale. Sehr geil. Ja. Ja, trink auf dich, Jürgen. Prost. Prost, ja, Prost. Ja, man war das eine halbe Stück Arbeit. Das war ja auch ziemlich enge, wo wir da Richtung Blumenrabatt zusammengefahren sind, oder? Ja, doch, aber das so küssen, denke ich, ist das öfters mal eng, ne? Das sieht man ja halt an der Einzahlquote. Aber wie gesagt, Topkämpfer, also gegen Carsten und so weiter zu fahren, ist immer eine wahre Pracht, auch gegen Daniel, das war wirklich klasse. Wo ist denn der Interviewer? Ja, ich weiß nicht, dann übernehme ich das mal eben kurz, ich glaube, der hat. War jetzt irgendwas mit seinem. Weiß ich nicht. Ja. Tobias, mach du mal Schlusswort hier. Achso, ja, genau. Ja. Bin ja eben zu Wort gekommen, sage ich auch mal noch was. Ja, dann bedanke ich mich hier für alle Fahrer, für die ausführlichen Erläuterungen und die Abgründe, die uns hier wieder aufgetan wurden, was so während diesem Rennen man da noch nebenbei machen kann. Ich meine, die Strecke war jetzt auch nicht so anspruchsvoll, also da kann man ja ruhig mal nebenbei Fernsehen gucken oder schon ans Weizenbier dann nachdenken. Sehr schön. Ja, aber ich hoffe, wenn man will, ne? Ja. Entschuldigung. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns am 10.2. wieder zum Rennen in Laguna Seca. Ich hoffe mal, das wird ähnlich spannend. Es sind wieder genauso viele Fahrer am Start und die Ausfallquote wird ein bisschen niedriger sein wie jetzt hier in diesem Rennen. Genau so sieht's aus. Also von mir auch nochmal Gratulation an beide Podiums und es war insgesamt wirklich ein tolles Rennen. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Die Ausfallquote, im Prinzip konnte man sich das vorher schon an fünf Fingern abzählen, dass das heute ein bisschen höher sein wird. Das ist jetzt so ausgefallen, das ist sicherlich so nett und die es da erwischt hat, die werden jetzt auch nicht das zu ihrem tollsten Rennen küren, aber aus unserer Sicht war es spannend bis zuletzt und das ist ja das, was letztendlich für uns auch zählt. Also tolle Sache, tolles Rennen, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir hoffen dann mal, dass wir in 3 Wochen in Laguna Seca dann... In zwei Wochen. Da muss ich ja hier echt Gas geben. Dann mit einem neuen Streamanbieter,
also mit Simrace TV schon, aber mit einem neuen Distributor dann hoffentlich hier wieder broadcasten können. Ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank an Tobias und an Leo. Das war, ja, habt mir hier wirklich einen Hals gerettet, sage ich jetzt mal. Eigentlich was anderes, aber ja, war schon okay. Also war eine super Sache, dass ihr da wart, weil ich hatte mich schon so ein bisschen alleine gesehen hier heute. Aber alles wunderbar, kann man sich drauf verlassen, genauso wie es sein muss. Vielen, vielen Dank an alle und bis bald. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Okay. Tschüss.